Okay, damit geht's weiter mit Hyper Metroid. Sieht noch gut aus. Scheinbar ist unser Safe noch da. Ich finde das Menü von dem Emulator so wunderbar retro. Ja, das ist sehr, sehr toll. Ja, das letzte Mal haben wir weiter Blödsinn gemacht, so muss man sagen. Wir haben allerlei Dinge gefunden, die wir aber definitiv so nicht hätten finden sollen. Wir haben... hier unten weitergemacht, sind eigentlich auf dem besten Weg gewesen zu Ridley, indem wir hier schon den goldenen Torizo erledigt haben. Leider hat uns das ja nichts arg viel mehr gebracht. War ja dann doch einfach bloß eine Sackgasse. Wir haben auch schon Crate erledigt für den Space Jump. Das Einzige, was uns jetzt gerade noch fehlt, sind Powerbomben. Und da suchen wir irgendwie noch die ganze Zeit. Und da müssen wir jetzt mal irgendwo was finden. Wir haben auch noch keine gescheite Waffe, wie mir gerade immer auffällt. Wir haben immer noch Wave Ice. Ich glaube, das sollten wir jetzt im Moment auch nicht mehr haben. Ich denke, wir sollten da irgendwas Besseres haben. Ich meine natürlich von der gekauften Konsole. Ja, natürlich. Der Hack auf der gekauften Konsole. Offiziell von Nintendo released, ne? Na, schauen wir mal. Jetzt erwarte ich die ganze Zeit, dass gleich Pfeile und Rubine auftauchen, ja. Der Crossover-Randomizer macht einen natürlich schon so ein bisschen kaputt in der Hinsicht. So, große Frage, was machen wir denn jetzt? Wie gesagt, wir kommen noch nicht zu Ridley, das dürfen wir ja noch nicht. Was ist da unten für ein Item? Was ist das für ein komischer Kringel? Das sieht einerseits interessant aus, andererseits aber irgendwie auch ein bisschen merkwürdig, dass da einfach so ein Kringel da ist. Okay, hier ist Lava. Hier waren wir noch nie. Da können wir doch bestimmt nach oben jetzt, oder? Ach so, deswegen waren wir da noch nie, weil wir hier drüber springen müssen. Nee? Hä? Ach so, hier waren wir jetzt schon. Und hier müssen wir jetzt drüber springen und hä? Verstehe nicht ganz, weswegen wir hier noch nie waren. Ach, okay, das ist der falsche Weg, deswegen. Da fällt man bloß runter. Dann sind es 20 Rubine, ja. Okay, dann in die Richtung rein. Jetzt hört das Gewackel hier auch endlich mal auf. Ist das jetzt richtig? Nee, ist auch falsch. Oh, wobei? Ach, guck mal, da ist nochmal so ein Schalter. Das ist ja nice. Das bestimmt aber auch nicht richtig. Nee. Alle Wege sind hier irgendwie falsch. Dann halt der mittlere. So. Jetzt, ja, okay, jetzt zufrieden spielt schon, aber natürlich nur, wenn wir hier Springjumpen, Balljumpen, wie auch immer man es nennen will. Nicht die einfachste Sache, vor allem bloß auf einem Block hoch, aber es geht ja, dass man immer wieder da hochspringt. Ich muss ja Rennen nicht gedrückt halten, das bringt ja eh nichts. Das ist leichter, okay. Sehr schön. Da, ach, verdammt. Ich will da oben die Tür öffnen. Wie viele Türen gibt's denn dann noch? Das ist die große Frage. Dürften ja eigentlich nicht mehr so viele sein, oder? Das wird auf jeden Fall auch zerbrechlich sein. Ja. Die drei Dinger nochmal kaputt. Da will ich definitiv auch nicht runterfallen. Da auch nicht. Na, verdammt. Ah, das war gemein. Ist aber auch ein langer Weg, muss man sagen. Also ein langer Weg, wo man da wieder drüber hüpfen muss. Ich denke, aber es ist die einzige Möglichkeit, wie man das machen kann. Ach halt, man kann die ganze Zeit gedrückt halten, dann fällt man ja gar nicht runter, nicht wahr? Ja, okay, ja, das ist ja dann easy. Okay, stimmt, daran habe ich gar nicht mehr gedacht, dass das ja so geht. Du springst ja sofort wieder, sobald du aufkommst. Du hast ja irgendwie kein Delay oder so irgendwas. Ja, das ist ja dann wirklich easy. Okay, Tor Nummer 8. Ups. 7 Gates remain. Okay. Dass man da alles wieder von vorne machen muss. Ja, das ist natürlich ein bisschen gemein. Aber passt ja. Wie gesagt, ich hab's ja jetzt rausgefunden. Okay, nächstes Tor haben wir geöffnet. Wie gesagt, nur noch 7 Türen verbleiben. Achso, ich darf hier nicht aufstehen. Ich dachte gerade, wieso kann ich nicht aufstehen? Perfekt. Mit Speedbooster wäre es noch einfacher. Naja, bloß wenn du... Ich habe ja gehört, dass es hier scheinbar so sein soll, dass man Speedbooster instant aufladen kann. Mit einem normalen Speedbooster kannst du damit gar nichts machen. Das hilft dir kein Stück, aber ja, wenn du den hier scheinbar instant aufladen kannst, dann geht das natürlich auch besser. So, das ist noch nicht der Raum. Wir müssen noch weiter runter.
Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, wo wir hinkommen, weil, wie ja schon gesagt, gerade eben, irgendwie funktioniert das alles nicht. Also wir kommen zu Bereichen, in denen wir definitiv noch nicht sein sollten. Wir haben Dinge entdeckt, die wir halt nicht weiter erforschen können. Da oben zum Beispiel gibt es halt gar nichts mehr zu erforschen. Das ist ja fertig. Jetzt müssen wir nach links rüber. So. Du kannst einen Speedboost in Ballform aufladen. Ach so, oder das. Ja gut. Ist halt die Frage, wie viel das bringt, wenn wir dann halt nicht... Ach, da war auch Powerbombe. Wenn du dann halt keine... Ja, da war Powerbombe. Ja. Wenn du keine Anlauffläche hast, dann ist es natürlich auch ein bisschen schwierig. Und springen unterbricht das ja immer. Na, schau mal. Ich bin mal gespannt, wenn wir den Speedbooster bekommen. Falls wir ihn jemals bekommen. wie das dann aussehen wird. Ja, ich glaube mal, wir sind soweit fertig hier. Wir müssen zurück zum Wreckchip. Das ist, glaube ich, unsere einzige Möglichkeit. Und dafür gehen wir mal darüber nach Criteria. Ach, warte, haben wir den Speedbooster? Nee. Ah, nee, wir laufen bloß sehr schnell. Okay. Ich dachte gerade so, hä, haben wir den Speedbooster? Weil dann kämen wir ja zu Ridley. Das wäre ja die blödste Sache gewesen. Wenn wir das nicht hätten, aber passt. Wir haben ja leider das noch nicht. Das wäre jetzt auch so das nächste Item. Das mit Powerbomben zusammen wäre definitiv mal ein sehr, sehr dringendes Item. Na, mal sehen, was das Spiel uns noch so alles geben wird. Da ist der Aufzug. Nach oben. Wie gesagt, weil Norfair sollte wirklich einfach mal abgeschlossen sein. Ja, Criteria ist so eine Frage. Wir könnten jetzt natürlich da in Turian ging es ja auch nochmal runter. Hier haben wir auch noch jede Menge Kleinigkeiten. Das da oben zum Beispiel können wir uns holen. Das da oben können wir uns wahrscheinlich holen. Da oben ging es auch weiter, genau. Da können wir doch mal was machen. Jetzt haben wir nämlich auch den Springball dafür. Wie gesagt, in Turian sollten wir eigentlich auch zumindest an die Kante hochkommen. Vielleicht müssen wir ja Turian mehrmals betreten. Ist ja möglich. Werden wir sehen. Das machen wir jetzt auch gleich. Da sind wir eh schon hier unten. Sterben mit einem Schuss, das ist schön. Missile-Container, okay. Keine Powerbomben. Nice. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Achso. Okay, so viel dazu. Das war einfacher als gedacht. Ich dachte, dass der erste Block auch schon zerstörbar wäre. Na, haben wir uns da nochmal ein Item geholt, das ich gar nicht wusste, dass es da gibt. Das ist natürlich doppelt schön. Prima. Ja, wir sind auf dem besten Weg. Und dann, naja, jetzt können wir auch viele Wege in Meridia gehen, stimmt. Also Springball war irgendwie schon gewollt, dass wir den früh holen, aber irgendwie auch nicht so früh. Also ich suche ja eigentlich immer noch nach dem ersten Super-Missile-Container. Das ist ja so das. Beziehungsweise irgendwie den Weg weiter. Weil mit Various Suit war es ja definitiv nicht. Also, oder den Weg nach Various Suit suche ich eigentlich. Aber egal. Wir haben es auch so gelöst bisher. Passt schon. Wie gesagt, 7 Tore haben wir immer noch offen. Das ist halt auch noch immer noch viel. Ach, da waren wir schon drin? Sind wir da mit High Jump einfach schon reingekommen? Was hat uns da denn aufgehalten? Powerbomben? Nee. Ah, Super Missile, okay. Was gibt's hier jetzt so genau? Wasser? Okay, gegen Wasser sind wir auch schon gefeit. Springball? Nee. Wow. Ich bin mal gespannt, wo führt denn das hin? Das führt da unten zu einem Item. Das kann halt gut sein, dass es gewollt ist. Was? Okay. Ach, verdammt. Okay. War irgendwie schon klar, dass es hier eine Powerbombe ist, aber ich wollte es versuchen. Ich meine, zeigen irgendwie auch schon die Piraten, die man hier nicht töten kann. Weil die kann man hier noch töten. Das heißt, in dem Bereich sind wir noch richtig, aber in dem nächsten nicht mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Schade. Okay, dann kommen wir hier wieder mit Powerbomben hin. Weil wenn da unten natürlich ein Item ist, dann will ich das gerne haben. So, wieder nach oben.
Haben wenigstens das abgehakt. Die anderen drei Sachen, die wir hier oben noch haben. Ich könnte mir vorstellen, dass eins davon ein Tor ist. Vielleicht das obere. Ah, die anderen beiden Sachen sollten Items sein. Ja, sieht man ja schon. Dann gehen wir nach links und dann ganz nach oben eigentlich. Zumindest die Tür nach links dann weiter oben. Okay. Machen wir definitiv. Oh, ist das so angenehm mit dem Space Jump. Der war echt gut, dass wir den gefunden haben. Oder uns geholt haben, so muss man es eher sagen. Die Blöcke hier sehen sehr, aha, sehr verdächtig aus. Oho, ah. Dankeschön. Gibt es noch mal irgendwas Verdächtiges? Ja, nein? Nee. Wir haben ja den Scanner hier, den X-Ray. Aber scheinbar nichts zu finden. Na gut. Aber hey, wenigstens nochmal Missile-Container. Ich weiß gar nicht, auf wie viel Prozent wir stehen. Steht, glaube ich, auch nicht dran, nicht wahr? Also kann man ja irgendwo nicht irgendwo einsehen. Ist ein bisschen schade. Kann man das irgendwo einsehen? Vielleicht hier auf der Karte. Nee? Keine Ahnung. Supply. Es sieht so aus, als hätten wir da noch einige Reserve-Tanks. Oh. Ah, da, 48%. Oh Gott. Erst? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir schon ziemlich weit sind. Aber 48% klingt jetzt nicht so nach viel. Nice. Hätte man da nicht einfach... Nee, die Kante ist zu steil. Ja. Hätte man leider nicht rüberkommen können. Man hätte, wenn dann... Nee, auch das hätte, glaube ich, nicht funktioniert. Wobei, ich meine, ich bekomme hier keinen extra Schub. Oh. Ups. Der Teil ist einer der größten Teile der Metro-Attacks. Was? Wieso kann ich denn jetzt nicht sprengen? Ja, okay. Ich meine, sieht man definitiv, aber wir haben jetzt ja auch schon viel erforscht. Das hätte gehen können, muss man jetzt sagen. Na, egal. Passt ja. Also wir hätten uns, glaube ich, auch hier schon die Super-Missile holen können. Naja. Vielleicht war das sogar die erste Super-Missile. Wobei, es scheint ja doch eher gewollt zu sein, dass man da den Space-Jump benutzt. Und Space-Jump ist definitiv nicht... vor den Super Missiles. So viel haben wir schon herausgefunden. Warte mal, was ist jetzt sinnvoller? Ja, gehen wir da hoch. Naja, wie gesagt, man sieht ja definitiv, dass es ein sehr, sehr großes Spiel ist. Was ja auch schön ist. Vor allem ist es ein gut gemachtes Spiel, das ist das. Ich habe zwar so ab und zu meine Probleme mit der Richtung, aber ja, die haben wir ja selber geregelt, diese Probleme. Ja, jetzt bin ich doch wieder den falschen Weg gegangen, verdammt. Das, was wir echt am dringendsten bräuchten, sind Powerbomben und die, ich glaube zumindest sehr, dass wir die im Wreckchip bekommen. Wie gesagt, ich weiß zwar dann nicht, wo wir die Supermissiles herbekommen sollten, aber... Powerbomben werden wahrscheinlich wieder dort sein. Oh, was? Okay. Werdet ihr damit rechnen können, dass es da oben weitergeht? Das ist ja krass. Jetzt bin ich verwirrt. Ist das der Randomizer mit dem Link to the Past oder was? Nee, nee, nee. Das ist einfach bloß ein ganz normaler Hack. Das ist ein Hack. Das andere ist ein Randomizer. Damit habe ich jetzt aber wirklich nicht gerechnet. Spacer! Hier oben hängt einfach Spacer ab. Den hätte ich mir schon ewig holen können. Das ist, wie lange hätte ich mir denn? Ja, wie gesagt, schon ewig. Ich meine, mit einfach einem Bombjump hätte das ja funktioniert. Aber wie gesagt, das ist einfach bloß ein ganz normaler Metro-Attack. Naja, gut. Space Jump macht aber schon am meisten Sinn, da hochzukommen. Aber wie gesagt, das. Ja, doch schon. Es wäre ein harter Bombjump gewesen. Dragon findet die fetten Secrets. Ja, scheinbar. Ist ja krass. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass es hier, ja. Dass es hier einfach nochmal ein komplettes Gebiet gibt. Sehr, sehr cool. Vor allem, du denkst halt so, ja, okay, dann ist da halt einfach eine unsichtbare Wand da oben drüber, aber nö. Da ist dann halt einfach nächstes Gebiet. Das freut mich jetzt vor allem, dass wir endlich mal eine gescheite Waffe haben. Jetzt haben wir halt endlich mal Ice Wave Spacer. Das tut jetzt natürlich auch schon ein bisschen mehr weh. Jetzt fehlt bloß noch Plasma, dann sind wir halt komplett overpowered. Ach, und das ist die andere Seite. Okay.
Das heißt, auch mit Springball wären wir hier schon rübergekommen. Das war an sich einfach ein... Hä, das ist aber auch merkwürdig, dass man das Secret von beiden Seiten erreichen kann. Vor allem die Sache ist jetzt halt, ich weiß nicht, was dann zuerst kam. Oder zuerst kommen sollte. Space Jump oder Springball? Ich glaube Springball. Weil Springball sollten wir für Gravity brauchen und Gravity braucht, braucht Springball. Nee, halt, also, für Crate sollten wir Springball haben. Ach, da oben geht's auch noch drüber. Über dem Schiff, okay. Dann holen wir uns natürlich auch die nächste Tür. Dann war es doch so, wie ich dachte. Bloß halt nicht, ja, so ganz, sagen wir so. Also, es führt hier doch schon zu einer Tür, bloß nicht in der Richtung, wo ich dachte. So, da runter. Also wenigstens schön, dass wir ein paar Items finden. Ich meine, wir kommen jetzt vielleicht nicht so mega voran, aber wie gesagt, Items finden wir auf jeden Fall. Vor allem jetzt gleich ein großes. Wahrscheinlich sollte man von der Seite kommen und aus der anderen wieder rausfallen. Auch möglich. Wie gesagt, du kannst es jetzt halt mit zwei Möglichkeiten dann lösen. Je nachdem, wie man es eher findet. Aber ja, gut, möglich, dass man halt... Die seitliche Option findet man halt eher. Schon richtig. So, Tor Nummer 3. 6 Gates remain. Okay. Sehr, sehr schön. Hier gibt's gar nichts. Das kannst du mir doch jetzt nicht verraten, oder? Das gibt's doch nicht. Wieso geht's dann hier oben noch weiter? Ach so, klar, natürlich geht's hier oben noch weiter, damit das Schiff da ja auch reinkommt. Macht ja irgendwo Sinn. Ich würde vielleicht trotzdem gerne nochmal das abscannen. Ach, das geht nicht. Doch, geht. Scheint es aber nichts da zu sein. Zumindest nichts, was ich sehen würde. Dragon wird zum Deckenabchecker, ja. Definitiv, wenn es hier weitere Geheimnisse geben kann, dann immer. So, können wir den wieder ausschalten. Gehen noch darüber zum nächsten Item. Wird wahrscheinlich auch irgendwie ein Missile-Container, maximal ein Super-Missile-Container sein. Wieso sind wir hier noch nie hochgekommen? Powerbombe. Speed Booster. Ah ja. Okay. Interessant. Dann holen wir uns das Item wohl gerade eben noch nicht. Das ist die Frage. Wreckchip oder Meridia? Ich weiß, dass es in Meridia einige Punkte gab, die wir jetzt erreichen können. Nee, ich glaube, wir gehen nach Meridia. Macht, glaube ich, gerade eben mehr Sinn. Da sollten wir jetzt auch sein. Das ist das. Also, ich weiß zwar nicht, wie man sich den Springball eigentlich hätte holen sollen, aber ich glaube, jetzt mit dem Equipment, das wir gerade eben haben, sollten wir uns jetzt Gravity holen. Wobei, auf der anderen Seite mit Gravity geht es dann zurück zum Wrecked Ship. Also von dem her, keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Waren wir nicht schon in Meridia wieder... Wir können da oben hin. Wir schauen mal, ob es noch irgendwelche Wege gibt. Wie gesagt, mit dem Springball haben wir jetzt eigentlich einige Möglichkeiten. So. Wer braucht schon einen Springball, wenn man... Ja, okay. Das war jetzt vielleicht nicht so richtig, aber es hat schon gepasst. Ich wollte gerade sagen, wenn man natürlich Mockballen kann. Aber wie gesagt, das war definitiv kein Mockball. Was ich jetzt aber gerade sehe, ist, dass mit dem Spacer die ganzen Gegner jetzt nicht mehr zu Eis werden, sondern irgendwie zu so Karamellfarben. Sieht interessant aus. Wir haben den Karamellbeam bekommen. So, weil hier oben geht es ja noch entlang. Und das müsste der Punkt sein, bei dem wir hier eigentlich nach Meridia kommen. Oder vielleicht aus Meridia raus. Vielleicht war das ja doch so gewollt. Also, aber dann bräuchten wir ja trotzdem eine Springball. Also egal wie. Ich liebe es, wie großartig das Spiel ist. Ja, es ist bisher ein sehr, sehr toller Hack. Auch wenn ich ihn nicht wirklich richtig gespielt habe, aber trotzdem. Sehr, sehr toll. So, das könnte jetzt natürlich ein bisschen knifflig werden. Aua, okay. So viel dazu. Na, egal. Ach, verdammt. Oh, hi. Schade, dass ich da nicht gescheit durchkommen. Perfekt.
Los, karamellisier sie alle, ja. Was befindet sich hier oben? Jetzt bin ich... Was? Ist nicht dein Ernst, dass es hier oben gar nichts gibt? Hä? Ich hätte echt... Also gut, es, man soll da runter, das habe ich schon gesehen, aber... Hä? Gotta caramelize them all. Das ist ja jetzt sehr merkwürdig. Okay, das ist der Weg zum Gravity. Aber man wäre doch da niemals hoch... Das ist so merkwürdig. Man wäre doch nie hochgekommen zu dem Gebiet in Norfair. Ja, außer man soll natürlich... Ja, man soll dort entlang. Ja, man soll übers Wreckchip. Das ist schon klar. Das fällt mir jetzt auch auf. Oder es muss so sein. Anders geht es nicht. Da unten ist aber noch ein Weg. Da unten sind noch viele Wege, aber ich glaube, die führen alle nirgendwo hin. Ja, wenn wir jetzt hier runterfallen, dann kommen wir ja fast schon beim Gravity raus. Und dann werden wir hier erstmal wieder runtergefallen und dann Gravity. Zack. Hm, interessant. Da hätten wir uns den ganzen Weg eigentlich auch ersparen können. Was man nicht immer so alles findet. Das ist natürlich die Frage. Gehen wir da weiter runter? Nee, da war Speedbooster. Das weiß ich noch. Stimmt. Speedbooster und Powerbombe war da überall. Keine Chance, da weiterzumachen. Okay, dann haben wir jetzt das raus. Langsam ergibt es alles ein Bild. Vielleicht sollte man das Spiel echt einfach nochmal danach spielen und alles richtig machen. Also halt keine Tricks ausführen. Das würde dem Spiel, glaube ich, ein bisschen helfen. Um zu verstehen, wo man entlang soll. Wie gesagt, Wreckchip sollte jetzt eigentlich der richtige Weg sein. Weil jetzt hätten wir... Ja gut, wir können mal kurz speichern. Jetzt hätten wir nämlich Gravity Suit. Wir hätten Super Missiles. Wir hätten Spring Ball. Also jetzt sind wir eigentlich wieder richtig. Jetzt haben wir, glaube ich, kein Item, was wir noch nicht haben sollten. Das ist tatsächlich scheinbar auch ziemlich gut gelöst, dass man gerade im Powerbomben oder sowas auch nicht wirklich rankommt. Was wir, glaube ich, haben, was wir nicht haben sollten, ist der Space Jump. Da bin ich mir jetzt nicht 100% sicher. Schauen wir mal. So. Wobei, halt, Spring Ball sollten wir noch nicht haben. Hä? Ich bin mal gespannt, was es da oben gibt. Wir haben wahrscheinlich irgendwas direkt vergessen. Ich habe irgendwie das komische Gefühl, dass der Various Suit vielleicht gar nicht wirklich notwendig war. Schauen wir mal. Weil das ist so, es ergibt gerade noch nicht alles Sinn. Wo war das Base Jump? Nach Crate. Wir haben Crate dafür platt gemacht. Und da haben wir uns auch schon ein bisschen durch... Wobei, wir haben uns nicht durchgeschummelt, aber du brauchst eigentlich irgendwie den Gravity Suit. Wenn du keine Wall Jump machen müsstest. Und deswegen verwirrt es mich halt so ein bisschen. Da oben waren wir, ja. Und da oben kommen wir ja nicht hin, genau. Wobei, die Frage ist natürlich, da waren wir, aber kamen wir auch an das Item ran? Scheinbar, ja. Okay, und rein in das gute Schiff. Dann ist das Base Jump richtig. Der Springball war wo? Der war oben links in Norfair. Der war theoretisch... Achso, jetzt bin ich im Wreckchip. Direkt, wenn du aus Meridia rauskommst, ganz weit oben. Eine Sache, die du ohne Space Jump eigentlich nicht bekommst. Da war Space Jump richtig. Wie Graz hat es bei euch gerade? Bei uns, oder bei mir, gewittert es gerade immer noch so um die, keine Ahnung, 20 rum oder so. Also Spring Ball hätte ich, denke ich, eigentlich von der Seite aus holen sollen. Nur wie gesagt, Space Jump ist dann halt komisch. Da ist auf jeden Fall noch so ein Schalter. Schauen wir mal. Ich meine, mit Gravity Suit können wir jetzt auf jeden Fall hier irgendwo weitermachen. Das ist schon mal sicher. 20 wollen wir tauschen. Nee, ich bin gerade eben ganz froh, dass es abkühlt. Wo gehe ich jetzt entlang? Ach, jetzt gehe ich bloß da nach unten. Da können wir mal hingehen. Ich denke, ich kann gut sagen, dass es bei uns allen zu heiß ist. Ja, wahrscheinlich.
Wie warm ist bei mir? Ist in meinem Zimmer sind es gefühlt immer 10 Grad wärmer. Hast du mal versucht, die Fenster zu öffnen? Könnte helfen. So, hier führt ja kein anderer Weg raus. Nee, bloß da hoch. Ach so. Ach ja, klar, das war ja der Weg, den wir zum Boss genommen haben. Okay. 25 Grad im Zimmer wollen wir tauschen. Nee. So, jetzt bin ich gespannt. Was haben wir hier unten? Hier unten waren wir nämlich bloß ganz kurz. Da ist schon mal eine... Ach, eine graue Tür. Ich wollte gerade sagen, da ist schon mal eine weiße Tür, die wir überhaupt nicht geöffnet haben. Und eine blaue, aber die war grau. Und hier drüben war... Ich glaube, hier war nichts, oder? Oder hatten wir bloß Angst, weiterzugehen? Nee, beides grau. Okay. Schon mal interessant. Das heißt, hier ging es definitiv nicht weiter. Das ist, es wird, es bleibt spannend. Die Fenster sind ja das Problem. Da die so groß sind, wird es immer wärmer als in anderen Räumen. Ach so, okay. Das Problem, ja. Ich habe 39 Grad im Zimmer, Horror. Oh Gott. Gut, ich meine, in meinem Zimmer ist es jetzt gerade eben auch natürlich ein bisschen wärmer wegen dem Stream und allem. Aber ich glaube nicht über die 25 Grad. Keine Ahnung. Das geht gerade eben noch. Es hat definitiv von heute Mittag ein bisschen abgekühlt. So, dann gehen wir hier entlang. Aber Space Jump ist dann richtig. Das ist dann aber richtig merkwürdig. Da müssten wir hier ja eigentlich irgendwie entlang kommen, ohne Gravity zu benutzen oder keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt. Okay, du bist jetzt im Weg. Müssen wir da irgendwie wieder Strom anmachen? Weil eigentlich ist ja jetzt alles aus durch Phantom. So, hier waren wir ja schon. Hier war Powerbombe, der war aber komplett Powerbomben geschützt. Mein Thermostat ist gerade auf 29,5 gesprungen. Das wird sogar wärmer. Ja, ja, das ist alles Powerbombe. Okay. Und dann gehen wir hier weiter. Das haben wir alle schon ohne Gravity erforscht. Und da sind wir eigentlich nicht weitergekommen. Da muss es irgendwie auch noch entlang gehen. Ich weiß bloß noch nicht von wo aus. Vielleicht auch von oben. Hier eins drüber. Ich meine, wenn, dann sollte man ja was mit dem netten Ding hier sehen. Ne, von hier scheint das nicht zu sein. Das sieht doch verdächtig aus. Hier zwei Röhren. Ne, okay. Dann müssen wir da jetzt alles abchecken hier oben. Weil irgendwie muss es da... Da geht's hoch, okay. Gut, damit hätte man... Ja, das hätte man rausfinden können. Oh, interessant. Ist natürlich bloß die Frage. Was bist du für ein Block? Das werden wir gleich herausfinden, wenn ich mich in den Morphball verwandeln kann, während ich nach oben fliege. Hä? Nicht gereicht. Okay, es waren Bombenblöcke. Ich weiß nicht, ob man das von der Seite aus machen sollte. Ah, verdammt. So sollte man das wahrscheinlich machen. Es ist, ich entdecke immer wieder neue Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann. Oh, Powerbombe? Ach so, ja klar. Wavebeam. Sehr schön, bloß noch 5 zu erledigen. Haben wir das doch hinbekommen. Schön. So. Powerbombe. Supermissile, okay. Hätten wir uns irgendwo eine Supermissile holen sollen und da dann durch. Oder halt hier hoch mit dem ganzen Equip jetzt.
Macht aber eigentlich keinen Sinn, weil wir dann gleich zu der... zu dem Meridia-Gebiet da drüben kommen werden. Ah, da ist bloß ein Item da oben. Na, jetzt bin ich gespannt. Speed Booster? Wie wären wir da hochgekommen? Nur mit dem Equip jetzt. Oh, wow, was bist du denn? Okay. Ja, es sieht sowas von... Oh, ne, ich wollte gerade sagen, es sieht sowas von nach Speed Booster aus. Weil es aber so eine lange Anlauffläche hatte, aber nee. Definitiv nicht. Der Chozo guckt irgendwie auch ein bisschen fies. Okay. Da oben war also bloß ein E-Tank drin. Nehme ich natürlich gerne. Aber ist jetzt nicht das, was ich unbedingt erwartet hätte. Dann hier rein. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall auch, weil wir da nicht aufstehen können, brauchen wir da... Da brauchen wir schon einen Springball? Das verstehe ich halt nicht. Wir brauchen hier überall für den Springball, aber eigentlich bekommen wir den ja erst. Dann, ja, dann war Space Jump doch richtig. Ich dachte, Space Jump bekommen wir auch erst mit Gravity. Dann muss man sich da vielleicht ein bisschen hochschummeln. Komisch. Da sind wir nicht durchgekommen, da war Powerbombe. Da unten... Ah ja, dann machen wir den Raum zuerst fertig, okay. Dann war... ja, wir brauchen eine Supermissile. Das heißt, ich weiß immer noch nicht... Okay, da ist eine. Aber die war ja auch Supermissile locked. Also kann das nicht die erste sein. Hm. Dann vielleicht doch in Norfair, die paar, die wir da gefunden haben. Zumindest die eine. Vielleicht haben wir dann doch gar nicht so viel falsch gemacht. Ich weiß es nicht. Also gut, Gravity haben wir uns auf jeden Fall erschummelt, aber ansonsten vielleicht nicht so viel. Missile-Tür, okay. Oh. Warum ist eine? Rechnen wir immer nie damit, wenn man Super Metroid spielt. Das ist... aha. Das ist nur eine Missile. Na, jetzt bin ich gespannt. Oh, Speed Booster. Okay. Und da kommt man dann wahrscheinlich wieder durch, wenn man oben fertig ist. Ja. Aha. Wo führt das genau hin? Das sieht man noch nicht. Ist ja jetzt höchst interessant. Wir brauchen dringend Speed Booster. Na, ich hoffe mal, dass wir den jetzt hier bekommen. So, auf einer Meridia. Ach so, klar, jetzt haben wir das ganze Meridia-Gebiet hier noch. Stimmt ja. Okay, wir kommen weiter. Wenn vielleicht auch nicht so gewollt wie vom Spieler, wir kommen weiter. Das ist ja schon mal schön. Wenn wir da jetzt nach rechts gehen würden, dann kämen wir zum Springball. Ist komisch, aber gut. Das heißt, für den ganzen Bereich dürfen wir jetzt noch keinen Springball gebraucht haben. Aber vorhin haben wir den eigentlich gebraucht. Und man hätte da Bombjumpen müssen, was aber auch keinen Sinn macht. Es macht alles keinen Sinn. Dieses Spiel macht keinen Sinn. Oh. Oh, Powerbomben. Bitte, ja. Na, danke. War irgendwie klar. Schade. Dann halt nicht. Wie gesagt, war irgendwie klar, dass es natürlich nicht so einfach sein kann. So, oh, Powerbomben. Viel Spaß damit. Das Ganze sieht mir auch schon stark nach... Ja, du brauchst ja Gravity und... Und ich denke auch Space Jump hierfür. Also Gravity auf jeden Fall mal. Wir schauen einfach weiter. Irgendwo wird es uns schon hinführen. Nur wohin? Oh Gott. Wo kommt ihr denn her? Auf der Karte kann ich gerade nicht wirklich ausmachen. Okay, das ist ein Rückweg. Zumindest so teilweise, außer da oben. Man ist schon so brüchig. Okay, scheint bloß ein netter Effekt zu sein. Ja. Da ist gar nichts brüchig. Dann nach oben. Hier kommen wir also auch durch wieder. Nein, lasst mich doch... Was machen die ganzen Viecher hier?
So. Zapp euch alle weg. Dann gehen wir da nach oben. Oh, Super Missile. Perfekt. Das sieht doch mal nach einem Bereich aus, wo wir jetzt auch ein bisschen was machen können. Ach! Der Schildkrötenbereich. Ja, du machst ja alles kaputt. Okay. Gut, dann haben wir das Rätsel eigentlich schon verstanden. Oh. Wir haben es vielleicht verstanden, aber ich glaube, es wird ein bisschen härter als gedacht. Man sieht natürlich die Blöcke nicht, die... Oh, hast du dich da jetzt festgebackt? Muss man da echt da durch? Was zur Hölle? Was muss man da mit der Schildkröte alles machen? Oh je. Na, mal sehen, wie das funktionieren wird. So. Dann nach oben, bitte. Und jetzt darüber. Oh, ach, du kannst da stehen. Das ist ja cool. So, und jetzt nach unten. Und jetzt? Nee, warte, darüber? Ah, nice. Bräuchte ich nochmal? Ja, natürlich bräuchte ich nochmal. War ja irgendwie klar. Nee, warte, hier rüber. Muss ich mich davon jedes Mal treffen lassen? Das gefällt mir nämlich noch nicht. Okay, dankeschön. Dankeschön, kleine Schildkröte. Bitte sag mir nicht. Nee, sieht gut aus. Darum ist ein bisschen Krampf. Aber cool, das ist ein cooles Rätsel, das definitiv. Ich hoffe bloß mal, dass wir die Schildkröte jetzt hier nicht noch irgendwie nach oben bringen müssen. Für ein fucking Reserve Tank? Wirklich? Wow, okay. Ich meine, cooles Schildkrötenrätsel, definitiv, aber doch ein bisschen heftig für einen Reserve Tank. Ich habe jetzt mit viel mehr gerechnet. Ist da hinten noch irgendwas? Nee. Vielleicht doch, aber ich sehe es jetzt nicht. Die Schildkröte rastet da oben immer noch aus. Hm. Also wie gesagt, cooles Rätsel, aber leider ein bisschen wenig. So, da kommen wir nur wieder raus. Das heißt, wir gehen dort rüber. Da sind aber die Kerle. Also ich glaube, Space Jam sollten wir noch nicht haben. Weil ansonsten würden die ja keinen Sinn machen. Das ist ja die Sache. Nach oben? Lohnt sich, ja. Absolut. Nach oben kommen wir wieder dort raus. Und darüber? Wenn wir da jetzt einmal außen rum gehen, kommen wir nach oben. Mal sehen, ob wir das jetzt schon hinbekommen. Das könnte auch funktionieren. Doch, weil die zu Meridia gehören. Ja schon, aber die machen ja irgendwie bloß Sinn, wenn du sie benutzen sollst. Würde ich jetzt mal sagen. Ich meine, es ist zwar nett, dass sie da so rumhängen, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dann aber nur Deko ist. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin mir da echt nicht mehr sicher. Oh oh. Plasmabeam? Das sind auf jeden Fall Plasmabeam-Piraten. E-Tank. Hm. E-Tank-Piraten? Frage ist, wie komme ich hier rein? Hm. Ah, die sind... Ah, okay, ich sehe es. Ich muss das bloß irgendwie nach unten kommen. Komm schon, sink! Sink schneller! Das ist schon ein bisschen fies hier. Aua, aua. Wo bin ich denn? Okay, ich komme da gar nicht weiter nach unten. Hä? Das ist merkwürdig. Okay, da trifft mich die ganze Zeit irgendwas. Wahrscheinlich irgendwelche Stacheln da unten. Genauso wie hier. Mhm. Also ich habe die auch im Originalspiel nie benutzt. Geht's da nicht runter? Also da auf jeden Fall. Ich weiß nicht ganz, wie man da hinkommt.
Das ist die gute Frage. Wie kommst du... Ah, so. Benutzt man die? Eigentlich ja schon, weil du hast noch keinen Space Jump ansonsten. Also gut, klar, du kannst natürlich auch die Grapple-Punkte einfach oben drüber benutzen. Aber das sind halt auch so Möglichkeiten für eine Rettung. Ich wollte nicht anlasern. Das ist halt das. Du musst ihn nicht benutzen. Du hast ja die Grapple-Punkte oben drüber. Aber, ja, sie sind Möglichkeiten, um dich wieder hoch zu grappeln. Und hier sind es eigentlich die einzigen Möglichkeiten, wenn du mal schaust. Das reicht halt perfekt. Du kommst hier raus. Du grappelst dich hier hoch. Kannst das Biest einfrieren. Und kannst dann, naja, wenn du ein Gescheit einfrierst, rüber. Also das geht schon. Und das ist schon auf jeden Fall so gewollt irgendwo. Habe ich das Gefühl. Es passt halt alles gerade zu sehr danach. Das ist okay, da habe ich jetzt gerade eins in die Luft gejagt. Es passt halt gerade zu sehr danach, dass man es nicht haben sollte. Na, wir werden ja sehen. Also ich würde zumindest behaupten, dass es... okay. Oh Gott, Sandfälle nach oben, geht das überhaupt? Wir können es nochmal probieren, aber es sah nicht danach aus. Nee, keine Chance. Aber wo führt es dann hin? Und wo kommt es her, sagen wir so? Das muss ja dann von dort oben kommen, vom Wreckchip. Ja, weil die Tür führt auch nicht dorthin. Okay. Interessant. So ein Weg, den wir noch nicht gehen dürfen, beziehungsweise noch nicht können. Okay, da waren wir jetzt komplett runtergefallen. Wir hätten uns ja nicht auffangen können. Ich versuch's mal so zu spielen, als hätte ich keinen Space Jump. Dann wäre ich jetzt ziemlich am Ende. Ich kann die Piraten immer noch nicht töten. Powerbombe. Okay. Dann wäre der Weg aber ein bisschen zu leicht zugänglich. Es ergibt alles keinen Sinn. Irgendwie nichts davon ergibt einen Sinn. Und wir kommen wahrscheinlich gleich zu Dragon. Das ist toll. Nette Missile. Oh, das ist der Verbindungsweg. Ich weiß es, ich weiß es. Das habe ich noch erkannt. Oh Gott. Was ist das denn? Wow, okay. Aber an den Verbindungsweg habe ich noch gedacht. Sehr schön. Oh, hier geht es sogar noch weiter. Hi, Mochtroid. Oder ein Mochtroid. Wieso ist hier so viel bei dem Verbindungsweg? Okay. Ich meine, da hinten war aber halt auch Powerbomb, wenn ich es richtig weiß. Gibt hier keine Uptime. Hab ich... Au, okay. Jetzt bin ich da auch reingefallen. Jetzt bin ich da aber genauso reingefallen. Gibt hier aber noch keine Uptime. Ich habe noch keine... keine Bots in dem Chat. Außerdem, wieso ist es so interessant zu wissen, wie lange der Stream schon läuft? War heute schon Monster Hunter. Schau einfach unter den Stream. Da steht eine Dings. Da steht eine Liste. Ist hier noch ein bisschen oldschool. Ist geschafft. Ich zeige Anzeichen der Schwäche. Ich falle. Ich falle schnell um und humpel, wenn ich die Zone verlasse. Die Ecken können mich nun mit fallenden Berührungsbomben fangen. Daher fliege ich in mein Nest und geschlafen. Verschreie ich nochmal gute Nacht an alle Jäger und bin froh, zum Schluss doch Teil des 4 ULPs zu sein. Gute Nacht, Jäger, gute Nacht, Dragon. Okay, dann danke, dass du dabei warst und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. So, komme ich dadurch? Speedbooster. Ach, wenn ich noch einen Speedbooster-Block finde, ohne Speedbooster zu haben, jetzt mache ich langsam auf die Nerven. Da unten gab es auch eine Tür. Das Gebiet hat sich gerade zu sehr viel mehr entwickelt, als ich eigentlich dachte. Das ist gerade so ein bisschen ein Problem. Was ich habe. Ihr seid gerade die Piraten. Mehr Powerbomben. Oh, okay. Das gefällt mir jetzt gerade nicht so sehr. Riesenblock voller Powerbomben auf der einen Seite und
Wir kommen da nicht mehr durch. Zwei Türen. Wir nehmen mal die Missile-Tür für ein... Oh, für Botwun. Oh, shit. Sind wir bereit für Botwun? Ja, schon, oder? Ach komm, wir haben den Dings. Wir haben den... wir haben den goldenen Torizo besiegt. Also von dem her werden wir auch bereit für Botwun sein. Hoffe ich. Mal sehen, wie stark der ist. Nicht, wenn ich alle Super-Missiles verschieße. Wir haben... Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben den Charge-Beam. Gut, dass wir Spacer gefunden haben. Der kann jetzt natürlich sehr helfen. Das Gemeine ist natürlich, dass ich mich jetzt hier nicht gerade verbarrikadieren kann. Aber wir sind auf jeden Fall richtig. In gewisser Weise. Also, wir machen zumindest einen neuen Boss. Das kann ja schon mal nicht... Oh, wow. Okay. Ich dachte, Botwun hält sehr viel mehr aus. In diesem Spiel gibt es zu viele Speedbooster-Rätsel. Ja, das glaube ich langsam auch. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Oh, okay, die waren Botwun-locked. Hoffe ich. Bitte. Ja, okay. Ja, stimmt, klar. Botwun kann die Tür natürlich auch versperren. Ich dachte, das wär Dragon-locked. Okay. Interessant. Das heißt, die ist auch offen. Ja, was finden wir hier jetzt? Irgendein Item müssen wir jetzt finden, oder? Wir kommen da schon wieder nicht durch. Ich habe das Gefühl, wir bekommen hier Speedbooster. Nee, Powerbomben. Das wäre auch... nice. Sehr schön. Und damit haben wir sie endlich. Die Powerbomben. Wie funktionieren die jetzt? Die funktionieren über denselben Punkt. Interessant. Sehr, sehr schön. Okay. Mit dem Powerbomben können wir jetzt natürlich wieder viel anfangen, das ist klar. Du lädst mir bestimmt meine Powerbomben auf. Oder eine Missile. Genauso möglich. Wie viel kosten die? 20? 20 Punkte ist natürlich krass. Naja, wie gesagt, mit Powerbomben können wir jetzt viel reißen. Da geht jetzt sehr, sehr viel. Sehr schön. Okay, das war auf jeden Fall auch die erste Powerbombe, die wir uns holen sollten. Das heißt, wir sind gerade auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jetzt können wir natürlich, wenn wir gerade schon hier oben sind, können wir eigentlich die restlichen Rack-Chip-Sachen auch machen. Wenn ich jetzt nur wüsste, was es da so alles gab. Ja, den Weg und den Weg da oben auch. Okay, machen wir das mal. Ah ja, wie gesagt, sehr schön, dass wir jetzt endlich das haben. Das war wichtig. Jetzt wäre dann bloß die Frage, wo... Ja, dann ist es jetzt einfach bloß die Sache, wie wir die ganzen Sachen bisher bekommen hätten. Die hätten wir dann in einer beliebigen Reihenfolge irgendwie bekommen müssen, aber so grundlegend. Jetzt kommen wir natürlich auch zu Ridley. Wobei, nee, wir kämen zurück mit Powerbomben, nicht wahr? Für Ridley brauchen wir Speedbooster. Oder andersrum. Ja, wir müssen da entlang. Keine andere Möglichkeit. Speedbooster war, glaube ich, Dragonlocked. Ja, das kann gut sein. Würde am meisten Sinn machen. Wir brauchen dann, glaube ich, auch den Speedbooster, um zu Ridley zu kommen. Das ist alles doch sehr... sehr versperrt wieder. Ja, da entlang. Ja, kann gut sein. Macht, wie gesagt, macht natürlich auch am meisten Sinn. Ach, verdammt. Bist du Powerbomben empfindlich? Nee. Wäre schön gewesen. Dann müssen wir doch außen rum. Oh, ja, stimmt ja. Nice. Ja, es gibt 15 Punkte. Das ist halt schon ziemlich cool, dass sie sich alles dieselben Punkte teilen. Das heißt, egal was du bekommst, du hast eigentlich immer was davon. Wir können jetzt zum Beispiel mit der Powerbombe einfach auch mehr Missiles schießen. Das gefällt mir schon sehr gut bei dem Spiel. Vor allem, dass du dann im Endeffekt einen riesengroßen Vorrat in Missiles hast. Also in Super-Missiles. So... Jetzt fehlt uns eigentlich auch bloß noch der Speedbooster, wenn ich richtig nachdenke. Der und Plasma Beam. Plasma Beam bekommen wir bestimmt von Ridley oder so. Ja, und Screw Attack. Aber ja, das sind ja Kleinigkeiten.
Ah, perfekt. Oh Gott, was genau ist das hier? Hilfe? Okay, ein unsichtbares Labyrinth. Das ist natürlich immer schön, vor allem mit so einem dämlichen Biest, das einen dann verfolgt. Ist das unsichtbar? Ich habe nämlich das Gefühl, dass man da doch ein bisschen was sehen kann. Nee. Da geht's rein. Nee, auch nicht. Okay, ist mir zu unsichtbar. Darf ich irgendwo aufstehen? Dankeschön. Aha. Das war ja alles falsch. Oh. Oh. Ah, so rum. Okay. So, jetzt sollten wir... Ach, nein. Lass mich. Lass mich in Frieden. Sollten wir auf jeden Fall mal weitergekommen sein. Wie geht's weiter? Darunter, darüber. Ja, sieht gut aus. Okay, da hätten wir jetzt natürlich auch wieder so drauf kommen können. Nein. Hätte man nicht. Aha. Nee. Das ist definitiv falsch. Das war ja nicht der Bereich, den wir gehen sollten. Wir sollten da ja weiter mittig gehen. Ah ja, dann... Also doch dort, wo ich war, bloß dann nicht oben rein, genau hier rein. Und dann nicht hier wahrscheinlich oben rein. Nee? Dann unten? Ja, na also, mehr Powerbomben. Nice. Leider waren die Powerbomben hier auch Powerbomben-locked. So, das soll jetzt eigentlich relativ einfach sein. Da irgendwo hoch. Nee? Da entlang. Wie geht's hier wieder raus? Wir müssen doch nach oben irgendwo. Ach, da hoch. Ja gut, damit hätten wir jetzt natürlich nicht rechnen können. Ach. Das komische Insekt macht mir die ganze Zeit Probleme. Na also. Haben wir es doch irgendwie überlebt hier unten. das Item haben wir auch, okay. Dann können wir ja nochmal den anderen Weg gehen. Weil ich weiß jetzt gerade nicht mehr, was die eine Tür da war. Die kann ja eigentlich nicht grau sein. Und dann wäre das nächstliegende bloß noch Powerbombe gewesen. Das holen wir uns jetzt schnell. So. Was für ein spaßiges Labyrinth das war, ja. Ich meine wenigstens... Oh, das war, glaube ich, ein bisschen blöd. Nee, hat schon gepasst. Wenigstens hatte man ja den X-Ray, das heißt, man konnte ja wenigstens durchschauen, wo es entlang gehen soll. Aber ja, so unsichtbare Labyrinthe sind nie die schönsten. Was warst du für eine nette Tür? Du warst gar keine Tür. Klar, du warst Speed Booster. Und genau den holen wir uns jetzt. Na, ich bin noch gespannt. Ich würde das ganze Spiel ja gerne auf 100% spielen, aber da bin ich noch sehr gespannt, wie das enden wird. Wahrscheinlich nicht gut. So, mit Powerbomben in der Hand können wir jetzt an diversen Stellen weitermachen. Ah, da unten überall. Schauen wir mal, wir speichern hier erstmal. Das ist definitiv nicht verkehrt. Wir haben einen neuen Boss besiegt. Wir haben 100% ist sehr schwer. Ich dachte ich mir. Das überrascht mich jetzt nicht. Ah, Powerbomben. So, was ich bisher so sehe, dachte ich mir das. Solange es nicht absolut anhaltslos ist, ist es schon okay. Ja, das ist halt das. Wie gesagt, das sind nie die schönsten Sachen, klar, aber es geht ja. Was ist eigentlich da? Wieso sind wir den Weg noch nie gegangen? Dort oben war der Schildkrötenraum, genau. Das ist auch der Raum, der nach unten verbindet. Hm. Schauen wir uns den Raum mal an. Ich meine, Dragon ist jetzt eh das, was als nächstes kommen wird. Ich will mal nicht zu viel verschwenden. Wir haben nicht mehr so viel Power. Vor allem für die Powerbomben natürlich nicht. Deswegen, wie gesagt, will ich da mal gerade nicht unbedingt was verschwenden.
Was auch immer das war, es war mir zumindest im Weg. Hä? Lag irgendwas rum. Habe ich das vielleicht eingefroren? Das kann sein. So, okay. Das war einfach bloß ein Durchgang hier. Vor allem, weil ich es auch schon auf 100% gespielt habe, aber... Kleiner Spoiler, viel Vergnügen bei der Fluchtsequenz am Ende. Okay. Ich bin gespannt. So. Ich habe mal das Gefühl, dass wir hier auf dem besten Weg zu Dragon kommen. Dann wäre das eher der Weg gewesen, den wir gerade eben gegangen, den wir gehen sollten. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Nee, hier sieht's nach Springball aus. Nee. Bisher noch nicht. Hier sieht's nach nochmal im Bereich von Meridia aus. Also langsam bin ich schon verwirrt hier. Aber vor allem Meridia ist definitiv noch größer, als ich dachte. Da kommen wir jetzt in den Raum. Ah, damit verbindet sich das. Okay. Okay. Was gibt's hier unten noch? Nochmal eine Tür. Mhm. Nochmal eine Tür? Irgendwann müssen diese Türen doch mal zum Dead End führen, oder? Oh, okay, hier darf ich bloß. Okay. Ist ein Springball-Rätsel. Auch cool, dass es spezielle Bereiche gibt, die man nur eben mit Springball machen kann. Okay. Ich sehe, wie hier gespielt wird. Vielleicht auch nicht. Jetzt sehen wir, wie hier gespielt wird. Oh Gott! Okay. Das hätte ich natürlich gerade nicht unbedingt gesehen. Hat's das jetzt zu einfach gemacht? Nee, eigentlich nicht, oder? Ich glaube, das war schon so gewollt. Ansonsten hätte das, glaube ich, ewig gebraucht, das alles frei zu bomben. Nice. Normaler Missile-Container. Ich schätze jetzt aber mal nicht, dass der ganze Weg hier runter einfach bloß für einen Missile-Container war. Also hier muss es eigentlich noch mehr geben, oder? Scheinbar nur, ja, aber irgendwie klar. Speedbooster und eine verschlossene Tür. Also wird das der Ausgang von Dragon sein? Vielleicht. Vermutlich, sagen wir es mal so. Mm, okay. Das heißt, das hier wäre der Ausgang von Dragon. Das heißt, da rechts sollten wir auch erst nach Dragon rein. Wie kommen wir dann zu Dragon? Wenn alle Wege bloß von Dragon wegführen, welcher führt dann rein? Dann gehe ich mal nicht in den Bereich rechts, sondern erkunde hier noch den Bereich weiter. Ich habe das Gefühl, dass wir hier noch nicht ganz fertig sind. Gut, hierfür brauchen wir... Ja, wir brauchen definitiv hier Space Jump. Es ist irgendwie komisch. Da müsste ich mir, glaube ich... Vielleicht habe ich dann einfach bloß Ridley falsch... Quatsch. Crate falsch eingeschätzt. Vielleicht wäre man da auch easy ohne... ohne Gravity und Springball hingekommen. Man brauchte Super Missile. Das heißt, die Frage ist immer noch, wo die erste Super Missile sein soll. Die haben wir immer noch nicht gefunden. Eigentlich. Weil mit der würde sich dann alles auflösen. Apropos auflösen. Botwun hat uns scheinbar das hier freigeschalten. Okay. Munitionsauflader. Das ist cool. Vor allem, da wir jetzt halt insgesamt Munition haben und nicht bloß Missiles. Aha, aha. Ah, das verbindet jetzt die beiden Wege. Und die beiden Wege waren... Ach, die waren gerade eben von Botwun. Genau, das war der Verbindungsweg, den wir hier abgegangen sind. Den haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Ich glaube, die Sache ist, 100% hier zu machen, wird auch verdammt hart. Aber bloß, um alles zu finden. So, genau, da oben waren wir dann...
Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo Botwun war, aber irgendwo hier. Hier in der Gegend war er sicherlich. Was ist das für eine... Was ist das für ein Raum? Ach, das ist der... Ja, das ist der Raum, mit dem alles angefangen hat. Genau. Und jetzt kämen wir hier ja auch zurück, weil wir jetzt die Powerbomben haben. Genau, das heißt, wir können die beiden Bereiche jetzt verbinden. Bringt uns ja aber gerade nicht viel, weil wir... Oh doch, da unten. Stimmt ja, da sind ja auch sehr viel Powerbomben gewesen, aber auch viel Speedbooster. Also gehe ich da noch nicht hin, weil das ist das wirklich tiefste Meridia, habe ich das Gefühl. Mit dem ganzen Speedbooster. Da bleiben wir erstmal fern. Das ist so dieses Debrief Meridia. Die Frage ist, was es hier noch so gibt. Eine Tür, die wir jetzt betreten dürfen, zu einem Bereich. Ah, ich weiß, welcher Bereich das ist, ja. Das war der eine mit der Tür. Kann man jetzt bestimmt viel damit anfangen, aber wenigstens ich weiß, was es für einer ist. Ich wüsste auch gerade nicht, wie ich den genau beschreiben soll. Dann hier nach oben, da müsste es noch irgendwas geben. Das war auch bloß Speed Booster. Hier waren wir aber schon überall. Ja, und da oben war dann, genau, wenn wir da dann rechts weitergehen, dann kommt dann Botwun. Aber hier waren wir dann noch nicht. Es sind wieder so viele Piraten. Vor allem die Piraten, die wir halt alle eigentlich noch nicht erledigen können. Zumindest halt bloß mit Super Missiles. Das ist meistens ein schlechtes Zeichen. Jetzt aber irgendwie auch nichts. Da unten geht's noch entlang. Wir haben bald keine... Ah, ja klar. Ah ja, nee. Also ist okay, aber... Müssen wir jetzt gerade nicht so machen. Ach, stimmt ja. Zwei Wege und ich bin ja direkt nach oben gegangen. Was ist da unten drin? Speicherpunkt? Oh, Tor 13. Ich werde eindeutig zu müde. Ich hau mich jetzt auch mal ins Bett. Soll nicht komplett übermüdet zu einer Arbeit kommen. Oh ja, das wäre nicht so gut. Besonders wenn die Note noch mal eine Zeugnisnote umreißen kann. Das ist dann doppelt nicht gut. Definitiv. Dann träge es auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dabei warst. Und dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Und morgen dann natürlich viel Glück bei deiner Arbeit. So, da drüber. Und eine Missile für uns. Sehr schön. Ich habe nur das Gefühl, dass es das jetzt irgendwie war. Ach, und da kommen wir jetzt dort rein. Okay, somit ergibt alles einen Sinn. Schön. Oh, by the way, Leute, kennt ihr schon die neue Skizze von Kelly? Meine Harpie? Nein, oder doch? Also ich glaube, ich... Also ich denke die anderen Leute nicht. Schön, dass du noch da bist, Blob. Warst du noch die ganze Zeit da und hast es bloß gezeichnet? Okay, wir gehen in den Kringel runter. Ah, ich kenn's, okay. Also ich musste gestern arbeiten und hatte die Nacht davor dank Pokémon durchgemacht. Okay, das geht natürlich auch. War da zeichnen. Achso, Artrage, stimmt, hast du ja gesagt. Vollkommen richtig. Ah, okay. Was genau gibt es hier? Na, bloß ein Item. Gut, aber wenn wir hier keinen Space Jump brauchen, dann weiß ich auch nicht. Na, für eine Missile. Okay. Jetzt gehen es aber langsam die Wege aus, um zu Dragon zu kommen. Dann muss das dann eine Powerbombe sein. So, Egikip? Ist das so richtig? Ich denke schon. Auf jeden Fall schön, dass du dabei bist. Und Magnum Killer auch an dich. Schön, dass du dabei bist. Willkommen im Stream. Falls ihr beiden jetzt gleichzeitig dazu kamt. Ich denke aber, wie gesagt, schon.
Ja, richtig. Okay. Perfekt. Gab es da noch einen Weg? Nein? Okay. Das heißt, es muss da runter gehen. Gleich wieder da, okay. Es muss hier runter gehen. Ah, das sieht gut aus. Powerbomben sehen schon mal ziemlich gut aus. Aber da war doch ein Tor, da war ein Gate. Ist das jetzt offen? Nee, 15. War da Speed Booster oder war da Super Missile? Powerbombe. Oh Gott, Ninja-Piraten. Was macht ihr denn hier? Aber Tor 15, wo öffnen wir das denn jetzt? Ich dachte, wir hätten schon einige Tore geöffnet, aber von der 15 fehlt da noch arg die Spur. Na, vielleicht finden wir hier unten was. Ah, sind wir auf jeden Fall mal ein mega Sidehopper. Den können wir nicht mal mit Super Missiles erledigen. Okay. Charge Beam? Nein. Auch nicht Charge Beam. Dann bin ich mal weg. Welche Super Metroid Hack ist das? Das ist Hyper Metroid. Ah. Ist hier Speed Booster oder ist hier Powerbombe? Ach, eine graue Tür. Okay, dann müssen wir da rüber und Gate 15 öffnen. Ich wette, dass da drüben Gate 15 ist. Bestimmt. Ansonsten würde hier alles keinen Sinn mehr machen. Warte, da ist die Tür da links auch verschlossen. Oh. Nee, okay, die ist Powerbombe. Dann holen wir uns doch wenigstens das hier. Vielleicht ist es ein E-Tank, den bräuchten wir langsam mal. Oder vielleicht ja, jetzt wird's hier interessant. Oh Gott. Na, großartig. Vielleicht kommen wir auch jetzt zu Dragon. Mir gefällt es aber gerade nicht. Gut, hier sind schon die kleinen Dragons. Baby-Dragons. Ja, wie gesagt, mir gefällt diese Unterwasserroute aber gerade nicht. Diese Tiefseehöhle. Vor allem, weil wir halt so ewig tief gefallen sind. Und da wir überhaupt keine Leben mehr haben. Ja, wir kommen schon in die richtige Richtung. Vielleicht ist es doch nicht Gate 15. Ah, das hier ist Gate 15, okay. Gott, sind wir tief. Ich wusste ja nicht, dass es noch so tief geht hier. Also die Chance besteht natürlich immer noch, dass wir das Tor Nummer 15 brauchen. Vor allem, da wir da jetzt nicht nach oben kommen, aber... Aha, 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 Item. Wir können nicht angucken, welches. Mysteriös. Vielleicht Speed Booster. Hab dich. Okay. Und wieder da hoch. Und jetzt bin ich mal gespannt. Entweder ist es bloß ein Missile-Container, was ultra blöd wäre. Plasma Beam. Oh, okay. Das hat sich sowas von gelohnt. Nice. Plasma Beam ist schick. Sehr, sehr schön. Okay, wow. Jetzt hat natürlich nichts mehr eine Chance gegen uns. Unsere Power hat sich aber gerade mal verdreifacht bestimmt. Sehr, sehr schön. Ja, ihr könnt jetzt auch nichts mehr gegen uns. Leider haben wir jetzt, wie gesagt, Tor Nummer 15 noch nicht. Ansonsten kämen wir da oben wahrscheinlich weiter. Aber ja, das wird dann wahrscheinlich der Weg hier raus sein. Aber ja, wie gesagt, Plasma Beam ist natürlich eine richtig schicke Sache. Vor allem kurz bevor wir Dragon bekämpfen. Das kann auch sehr helfen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie Dragon hier in dem Teil ist, aber ich gehe mal davon aus, dass Plasma Beam da auch helfen wird. Vielleicht nicht, um sie umzucheesen, aber wenigstens, um die Geschosse mal zu erledigen. Da können wir noch nicht runter. Wobei ich noch gespannt bin, wie wir da runterkommen. Da führt es nicht entlang. Okay, dann da nach rechts. Ist der einzige Weg. Ist der einzige Weg, den wir gerade eben noch haben. Die können wir immer noch nicht erledigen. Was sind das für Dinger? Okay, das sind gar keine Mega-Sidehopper. Das sind die Dinger aus Turian im Original-Metroid. Gegner durchschießen ist richtig nice. Oh ja, das ist so großartig. Vor allem halt gegen solche Gegnermassen. Das ist so toll.
Okay, wir kommen da aber hoch. Ihr seid aber also dann die Torian-Dinger, aber wie kann man die erledigen? Ich glaube gar nicht. Ich bin wieder, was habe ich verpasst? Plasma-Beam hast du verpasst. Den gab es da unten scheinbar. Und dass wir Tor Nummer 15 holen müssen. Aber Plasma ist natürlich echt nice. Sogar Ninja-Piraten können nichts mehr dagegen tun. Schön. Langsam werden wir stark. Ganz langsam, aber ja. Es geht voran und das ist gut. Nicht so wie beim letzten Mal, wo wir ewig rumgesucht haben. Den hat's auch zerfetzt. Aber Pirat tut mir fast schon leid. Aber nur fast. Oh Gott, das ist ein Gekringel und Gewurme hier unten, ne? Aber weiter nach rechts. Dann kommen wir da irgendwo schon hin. So, jetzt können wir hier auch mal ein bisschen durchfeuern. Jetzt sind wir mächtig. Vor allem für den Bereich. Wir haben auch gerade genügend Sachen. Da kann ich auch definitiv mal hier eine... Das wollte ich einsammeln. Kann ich auch definitiv mal eine Powerbombe raushauen. Schön. Sehr, sehr schön. Wo ist eine Schnecke? Genau, da geht's entlang. Wieso gibt's hier eigentlich einen oberen und einen unteren Weg? Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Vielleicht, weil es schöner aussieht. Was anderes kann ich mir da jetzt nicht gerade eben vorstellen. Bin gespannt auf Prime 4. Oh ja, Prime 4 wird definitiv spannend. Soll ja bald ein erster Trailer rauskommen, wenn ich das richtig gehört habe, nicht wahr? Ich bin mal sehr gespannt, wie sie es allgemein machen, wie das Feeling wird, wie das, ja, die ganze Geschichte theoretisch wird. Das wird halt sehr interessant. Wie sie das Spiel überhaupt angehen. Naja, ich freue mich definitiv auch drauf. Das wird hoffentlich einfach mal wieder ein richtig gutes Metroid-Abenteuer. Also halt ein Prime-Abenteuer, sagen wir so. Da geht's doch bestimmt nach oben. Nicht so. Also wenn ich mich so anstelle, dann definitiv nicht. Na also. Ja, geht doch. Da kommen wir jetzt aber irgendwie bloß da nach oben. Und draußen beginnt es wieder zu schütten. Ah, es kühlt hier wenigstens gerade mal alles ab. Das ist sehr schön. Okay. Wir kommen dem Tor nahe. Was, wie schon gesagt, Tor 15 sein muss. Alles andere würde keinen Sinn machen. Die Röhre. Das ist ja niedlich. Dass die drin ist. Sehr schön. Und das ist Tor Nummer 14. Verdammt! 4 Gates remain. Dinge, mit denen man natürlich nicht rechnet. Dass da jetzt einfach Tor Nummer 14 steht. Ha. Okay, da kommen wir dort rein, ja. Hört man den Regen bei dir? Wahrscheinlich? Du hast wahrscheinlich gerade im Hintergrund rauschen, oder? Das müsste der Regen sein, der gerade eben strömt. E-Tank. Genau das, was ich brauche. Und eine Speicherstation, auch das, was ich gerne hätte. Ja, aber Tor Nummer 14, das bringt uns jetzt nicht weiter. Außer Dragon wäre der letzte Boss. Dann müssen wir jetzt hoch zu... Müssen wir jetzt hoch zu Ridley? Vielleicht. Wir holen uns erstmal das Item hier oben, hier unten. Weil es führt uns ja eigentlich gerade eher zu Ridley als hier runter. Also das ist... Es war fast schon zu erwarten, dass es nicht so einfach ist, aber ich bin trotzdem ein bisschen überrascht. Okay, da war bloß eine Missile. Wir kommen hier noch nicht weiter. Beide Wege brauchen brauchen das andere Tor. Sehr merkwürdig. Also dann doch. Ich mag die Stelle überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass man sie so lösen soll, aber egal, ob man sie so lösen soll oder nicht, ich mag sie nicht. Das ist ein sehr eng gesetzter Mitermorph.
Okay, dann... ja, gehen wir? Ich habe halt ein bisschen Angst, weil wenn wir wahrscheinlich hier wieder reinkommen, dann sind die Blöcke wahrscheinlich wieder da. Oh nee, die bleiben weg. Das ist cool. Okay, damit haben wir einen permanenten Weg hier freigeschalten. Das ist schön. Das gefällt mir. Die Tür ist jetzt... oh. Aber die Tür war vorher verschlossen. Also war die jetzt auch Dragon? Quatsch. Botwoon? Locked? Das wäre ja komisch. Okay, wir kommen auf jeden Fall zu Ridley. Ich gehe mal davon aus, dass wir Ridley jetzt zuerst erledigen sollen. Auf geheimen Faden? Ach, Ninja-Piraten. Da kommen sie jetzt wirklich. Die stehen so blöd. Das war... wow! Das ist Säure, die da kommt, ja. Nicht so toll. Oh, muss ich da jetzt ein Säurebad nehmen? Oh, wir brauchen hier dringend, Screw Attack. Säurebad, das ist natürlich... das gefällt mir überhaupt nicht. Screw Attack? Seil. Ja, mit Powerbomben. Okay, aua. Okay. Hier ist auch alles offen. Das gefällt mir aber gerade eben definitiv noch nicht, dass wir hier die ganze Zeit durch die Säure schwimmen müssen. Gibt es hier vielleicht noch ein Säure-Suit? Oder sowas? Na okay, da gibt es den Speicherpunkt, falls man so todesmutig ist. Das ist ja schon mal nett. Na dann, auf geht's. Wo geht's entlang? Oh Gott. Was ist das denn hier? Wo kommen wir hier hin? Vor allem, das sind definitiv nicht die Wege, die wir hätten gehen sollen. Wir haben Ninja-Piraten bekämpft. Ich hätte schwören können, dass wir hier in dem Raum schon mal waren, aber nee. Nie im Leben. Hä? Powerbombentür? Oh, das sind Mega des Gigas. Die erkenne ich doch definitiv. Oh, da geht's noch weiter runter. Okay, wir entdecken hier mehr von Norfair, als ich dachte. Was? Wo kommen wir hier hin? Gut, dass das jetzt nicht alle Säure ist, aber es verwirrt mich trotzdem ein bisschen. Also ein paar Knochen. Da geht die Welt gerade wieder unter. Oh, wie mies. Da geht's durch? Okay, das muss man natürlich auch erstmal wissen. Fiese Sache. Gut, wir hätten aber trotzdem ohne Space Jump hier nichts machen können. Mit Space Jump wären wir hier entlang gekommen. Schon sehr früh. Die Frage ist nur, was es uns gebracht hätte. Mit dem Plasma Beam sind die ganzen Gegner jetzt halt kein großes Problem mehr. Plasma Beam ist der beste Freund in Metroid. Oh ja, aber sowas von. Das ist... du kannst so damit aufräumen. Das ist halt richtig toll. Da hat dann wirklich nichts mehr eine Chance. Aber ich habe fast das Gefühl, dass wir hier zuerst Ridley bekämpfen sollen. Wir gehen hier mal weiter. Das ist... irgendwann stoppt uns das Spiel, ja. Hm, okay. So viel zum Spiel und Stoppen und sowas. Elendes Spielverderberspiel. Na dann halt nicht hier entlang. Ich hatte gerade meinen Spaß mit dem Erkunden. Der blitzt es wieder vor sich hin. Ich hoffe bloß, dass es diesmal meinen PC in Ruhe lässt. Hier können wir uns ein bisschen auffüllen. Das ist eigentlich echt praktisch, diese kleinen Steinchen. Wow, ja, vor allem wenn die große Energie geben. Das ist richtig praktisch. Okay, jetzt verstehe ich, weswegen man hier... wie sie am Fließband entlang kommen. Jetzt verstehe ich, weswegen man hier ab und zu ein paar Säure-Runs machen muss. Sehr, sehr schön. Okay. Ich sehe schon kommen, dass der Blitz gleich den Stream beendet. Ich hoffe nicht. Eine Stunde muss es jetzt noch aushalten. Okay, wir sind voll. Da oben können wir noch entlang. Na, ich bin jetzt mal sehr gespannt, wo wir
wo wir im Endeffekt rauskommen werden. Also ich sag ja, dass wir jetzt definitiv Ridley zuerst erledigen müssen. Da fehlen uns irgendwie 2, 3 Gates. Weil Gate 15 ist dann das... Nee, ist noch nicht das letzte. Keine Ahnung. Also beenden können wir das Spiel definitiv noch eine Weile, nicht? Aber wir kommen zum Ende hin. Wir haben ja aber eben noch genügend zu sammeln. Wir sind jetzt wahrscheinlich gerade bei 60% oder sowas. Wieso ist die Tür jetzt nicht eingezeichnet? Powerbomben? Ja. Okay, dann weiß ich wenigstens, weswegen wir hier nicht entlang kommen. Oder kamen. Das ist wahrscheinlich auch eine Powerbombentür. Ach nee, die war auch versperrt. Aha. Das heißt, das ganze Zeug, das versperrt war, war alles wirklich Botwun. Der dann halt an sich die Powerbomben bewacht hat. Was gemein ist, weil dadurch musst du ja die ursprünglichen Powerbomben freischalten. Also selbst wenn ich Powerbomben gefunden hätte, hätte es mir in vielen Bereichen einfach nicht weitergeholfen. Ist interessant, wie das Spiel es jetzt gelöst hat, weil der Anfang hat sich sehr frei angefühlt. Jetzt ist es doch eher wieder ein bisschen versperrt gewesen alles. Oder es war natürlich, kann natürlich auch Golden Torizo gewesen sein. Den haben wir auch schon besiegt. Möglich wäre beides. Wo hätte ich das vielleicht nicht tun sollen? Schau mal, wo führt denn das jetzt hin? Einfach irgendwo in Norfair? Ach. Das führt unter dem Golden Torizo? Ach ja, toll. Wir haben den Golden Torizo erledigt für eine Tür, die wir eh betreten hätten. Was ist da oben? Oh, hi. Aha, okay. Das hier ist dann wohl nach Ridley gedacht. Ich glaube, das Ganze hier gerade eben ist nach Ridley gedacht. Aber ja, definitiv. Wir haben Golden Torizo getötet für einen Weg zurück. Okay. Wobei da oben... Ja, nee. Golden Torizo ist gerade ein bisschen merkwürdig, wenn wir jetzt hier wieder hinkommen. Sieht mal aber auch ein bisschen aus wie die Kommandozentrale der Piraten. Ich meine, das Ganze sieht gerade aus wie die Kommandozentrale der Piraten, klar. Aber das ist da oben doch auch ein bisschen mehr. Okay. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir demnächst auf Ridley stoßen. Und auf mehr Speedbooster. Wäre jetzt mal echt schön, wenn wir langsam Speed Booster bekämen, weil da sind bestimmt auch noch 20 Items gerade eben, die wir nicht erreichen können, deswegen. Also zumindest 20, die wir schon gefunden haben oder gefunden hätten. Wenn da nicht der Speed Booster im Weg wäre. Okay, der ganze Bereich war mehr oder weniger nutzlos. Also wir haben was gefunden, ja, aber wir sind nicht vorangekommen. Es war nicht der richtige Weg. Der richtige Weg wäre doch der eingezeichnete Weg gewesen. Und ich sag's einfach mal so, der wird zu einer großen Wahrscheinlichkeit zu Ridley führen. Sind wir bereit für Ridley? Ich glaube schon. Wir haben, wenn das 10 kostet, haben wir... Oh, wir haben bloß 29 Supermissiles dann. Das wäre nicht viel. Aber wir haben Plasma Beam. Der bringt dann natürlich schon mehr. Außer Ridley wäre jetzt spontan immun gegen Plasma Beam, aber das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Das wäre schon arg mies. Okay, Rückweg funktioniert genauso. Achso, ja, da unten kommen wir irgendwie gar nicht hin. Das ist schon richtig. Da war aber ein Pirat, der da stand. Da ist eine Powerbombe. Doch, ich weiß, wie man da runterkommt. Wieso bin ich da gerade eben noch nicht runtergekommen? Nee, ich glaube, ich bin einfach bloß hier oben nicht entlang gelaufen. Ah, guck mal, da ist sogar noch eine... Wo führt die Tür hin? Die führt in den Raum. Ach, das ist... Ja, okay. Ah, die Tür war auch... Entweder war da Powerbombe oder die war auch durch eine graue Tür versperrt. Aber ich glaube eher, dass es eine graue Tür war. Vielleicht war der Golden Torizo auch gar nicht so unnötig. Weil vielleicht hat der das ganze Zeug entsperrt. Ich bin mir da jetzt gerade nicht sicher. Ja, guck mal. So rum ist der Weg auch sehr viel sinnvoller. Wir hätten hier unten aber Powerbomben haben sollen. Und dann, ja, aber es ist ja irgendwie doch der falsche Weg. Egal, wie ich es versuche zu drehen und zu wenden. Es macht irgendwie nie Sinn. Und wieso komme ich da oben nicht entlang? Okay, da.
Das ist halt einfach leider das. So sehr ich es versuche. So, da. Whittle hat sich ein paar Samus zusammengefarmt und sich einen eigenen Zero-Suit gebastelt. Oh Gott, das will ich gar nicht sehen. Mehr Leben. Kommt schon. Nice. Okay, das soll doch eigentlich ein gutes Equip gegenüber gegenüber Riddler sein. Damit können wir doch schon was reißen. Das sieht jetzt auch irgendwie sinnvoller aus. Von der Richtung zu kommen. Dann frage ich mich aber, wie man... Das war interessant. Das sah sehr, sehr komisch aus. Dann frage ich mich aber, wie man denn... B7, okay. Ach, das sind ja alles Ninja-Piraten, oh Gott. Wie man denn die Powerbomb-Matten holen? Oh. Hä? Okay. Jetzt bin ich noch mehr verwirrt. Wo soll ich hin? Spiel! Du kannst mich nicht einfach immer zu einem... Ninjas töten. Das ist eine Möglichkeit, ja. Ich dachte jetzt nicht, dass es das nochmal ist, aber mag sein. Kannst du mich bitte anspringen? Kannst du... Was ist los mit dir? Danke. Ah, das mag sein, ja. Und das wird es wahrscheinlich sein. Ich habe bloß nicht damit gerechnet, dass es zweimal Ninja-Piraten sind. Nee. Hüpf. Oh Gott, der auf der kleinen Plattform ist ja richtig widerlich. Widerlicher. Das ist so merkwürdig mit diesem Beam. Das ist interessant, aber irgendwo auch gruselig. Ha, erwischt. Und erwischt. Na, also. War's das? Mir geht das Gewackel nämlich gerade immer auf die Nerven. Ja, danke schön. Okay. Da habe ich echt gerade nicht mehr realisiert, dass da ja... Also ich habe ja gesagt, das sind mehr Ninja-Piraten, aber irgendwie bin ich nicht auf die Idee gekommen, die zu erledigen. Ich dachte mir, okay, Ninja-Piraten haben wir erledigt, jetzt müssen wir die nicht mehr machen. Weil davor hatten wir ja eigentlich, glaube ich, auch schon Ninja-Piraten, die wir nicht erledigen müssten. Okay, wir kommen zu Riddler. Nicht vor roten Keyhuntern. Aha. Was finden wir hier oben? Missiletür, okay. Oh nein. Oh nö. Das ist ja doof. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr ärgerliche Sache. Okay, ich verstehe schon, wie das Ganze funktioniert. Oh, und hey, wir dürfen jedes Mal eine Powerbombe dafür ausgeben. Schön. Okay. Einfach ganz vorsichtig und cool bleiben. Perfekt. Ah, super Missile. Nehme ich gerne. Die Frage ist nur, was war da jetzt unten alles von Kram? Okay, ich glaube, der ist nicht wichtig. Ist aber bloß ein bisschen Deko. Zumindest hoffe ich das. Ah, wieso stehe ich da unten in Säure? Okay. Das heißt, wir können... Ich denke, Riddler besuchen. Du siehst interessant aus. Sind das irgendwie Panzer? Das sehen irgendwie so aus wie gepanzerte Sidehopper oder sowas. Vielleicht sind es das ja. Ich will gar nicht wissen, an was Riddler hier alles forscht. Vielleicht besser, wenn wir ihn platt machen. Oh ja, und das werden wir. Zumindest wird es gleich zum Kampf kommen. Ja, da hinten ist er. Oh Gott. Ich habe das spontane Gefühl, dass ich... Ups. Damage Boost da rein. Ich habe das spontane Gefühl, dass ich doch nicht mehr so bereit bin für ihn. Hi. Na? Das geht. Das waren... Ich habe...
Es ist ein bisschen schwierig, das zu kontrollieren, wenn man so schnell... Oh Gott! Was ist das denn? Der arme Ridley. Oh. Die mittleren sind... Okay. Könnt ihr da drauf gehen? Er hat nur nicht mal die Farbe gewechselt. Könnt ihr definitiv drauf gehen, aber er hat doch schon verdammt viele Supermissiles gefressen. Ich glaube, der hält ein bisschen mehr aus als sonst. Nicht ein bisschen weniger. Ja, vor allem das ist gemein, die Mitte. Na komm schon, das sollte auch schon gut Schaden machen. Stell dich nicht so an. Stirb einfach. Mir gefällt es aber überhaupt nicht, dass er, wie gesagt, bisher eigentlich keinerlei Farbänderung hatte. Aber wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Naja, eigentlich auf dem Weg hierhin. Na, ich wollte gerade sagen, du stirbst noch nicht. Aber ich gleich. Na gut, wenn das so funktioniert wie im Original, dann war es das jetzt eh. Weil er noch ewig viel aushält, wenn er mich nur nicht mal greifen konnte. Ja. Ich meine, gut, ich habe einige Supermissiles verschossen, aber scheinbar ist er doch krasser als gedacht. Na, 3 Energie. Was? Oder 9 Energie. Ridley ist very mad, ja. Was zur Hölle? Wie haben wir ihn denn 9 Energie besiegt? Das war viel zu knapp. Ich war mir sicher, dass wir einfach drauf gehen. Oh Gott. Okay. Puh. Kein enger Zero Suit Ridley. Enttäuschend, ja. Oh, das war viel zu knapp. Puh. Aber hey. Sehr, sehr schön. Wir haben Ridley besiegt. Und jetzt kommen wir dort oben raus. Ja, okay. Nice. Sehr schön. Wir kommen voran. Ja, jetzt ist die Tür offen und die Tür. Damit habe ich schon fast gerechnet. Die Frage ist jetzt natürlich nur, was gibt es hier? Speedbooster? Schon wieder? Spiel, bitte hör auf mit dem ganzen Speedbooster. Bei meinem Glück wäre ich tot. Es muss hier jetzt eigentlich Speedbooster geben, oder? Weil ansonsten kommen wir ja nicht mehr raus. Das ist so ein 100% Speedbooster. Ja, nice. Wir haben den Speedbooster. Oh, und den lädt man sehr, sehr schnell auf. Das ist schön. Jetzt auch ein Morphball? Tatsächlich, das ist cool. Sehr schön. Okay, damit haben wir eigentlich alles, was wir so brauchen. Jetzt halt nur die Frage, wie kommen wir denn jemals an die ganzen Items? Oh Gott. Hier waren überall so viele Items verstreut. Wie viel Prozent haben wir denn? Das würde ich gerne mal nachgucken. Oh, 70%. Habe ich doch gesagt, du hast gesagt, der ist Dragonlocked. Ach so, nee, du meinst mit dem Dings. Du meinst mit dem Morphball? Ja, ja. Das ist cool. Vor allem, dass er halt so schnell geht. Ach so, dafür hätte ich das gebraucht. Jetzt verstehe ich. Das ist eine sehr, sehr coole Fähigkeit. So, die waren auch alle Speedbooster. So, wir speichern jetzt auf jeden Fall auch. Wir machen noch ein bisschen, aber ja, speichern tun wir jetzt definitiv. Dann bekommen wir von Dragon Screwtech? Wird wohl so sein. Jetzt kommen wir auch Dragon... Nee, halt. Wir brauchen immer noch Tor Nummer 15. Dragon Cam können wir bloß besiegen, wenn wir jetzt... wobei, wir können jetzt andere Wege versuchen. Vielleicht kommen wir dadurch jetzt zu Dragon. Komm auf jeden Fall mal hier rein. Du bist ein Reserve Tank. Wieso sind die Reserve Tanks immer so schlimm versteckt? Der eine hinter dem krassen, Mama-Schildkrötenrätsel. Der andere hier. Ah, okay. Perfekt. Der andere hier in der tiefsten Säure. Also dafür, dass es nur Reserve Tanks sind, ist es ein bisschen heftig. Okay. Jetzt gibt es natürlich, wie gesagt, unendlich viele Wege. Wir können erstmal da weiter nach links gehen. Und dort mal versuchen, weiterzukommen. Ah, das freut mich jetzt, dass wir da endlich mal das gefunden haben. Also das Item, was uns viel versperrt hat. Und im Plasma-Beam wärst du tot gewesen, auf jeden Fall. Und das ist ganz klar. Ohne Plasma-Beam, Gott, der hätte noch so viel ausgehalten ohne Plasma-Beam. Da bin ich echt froh, dass wir den gerade nur so gefunden haben. Deswegen, erkunden lohnt sich immer, oder? Sagen wir es so, es ist immer schön, wenn ein Hack
ein belohnt fürs Erkunden. Vor allem, wenn es dann natürlich so ein krasses Item ist. Was? Ich kann dich nicht mit Charge-Beam besiegen? Was ist das denn? Das macht ja gar keinen Sinn. Wieso ist denn der Charge-Plasma-Beam schwächer als der normale Plasma-Beam? Ah, ich gehe hier beinahe drauf. Toll. Ey, du. Komm da runter. Super Missile ist nicht das, was ich brauche. So ein kleiner Tischvulkan wäre mal wieder das, was ich bräuchte. Ah, da. Perfekt. Gerade wenn man nach ihm fragt. Sehr schön. Das war aber schon viel zu knapp. Jeder Schlag hätte mich ja noch getötet. Ja, wie gesagt, mit 9 Leben. Das ist klar. Oh Gott, das braucht ewig. Na gut, jetzt kommen die großen Leben mal langsam ran. Aber trotzdem... Das braucht eine ganze Weile, bis das alles voll ist. Kommt schon, Steine, gib mir mehr. Wir brauchen mehr Zeug. Jetzt ist halt die große Frage, ob wir jetzt noch Dragon dann gleich angehen. Wobei, wie gesagt, ich weiß definitiv noch nicht wie. Nee, ich glaube, um Dragon zu erledigen, brauchen wir jetzt noch irgendwo was anderes. Wir können es mal mit den ganzen Gebieten drumherum probieren, aber... Ohne Tor Nummer 15 wird das, glaube ich, nichts. Warte, ist das der richtige Weg? Ja. Ah, perfekt. Okay, mal schauen, was wir hier unten bekommen. Ah, das wird so eine Sache. Oh, man kann wieder landen? Habe ich das gerade richtig? Wie cool ist das denn? Das ist ja mal sehr, sehr cool. Okay. Wow, der Speedbooster ist hier richtig schön. Den kann man richtig schön handeln. Ich habe bei einem Hack von Super Metroid ein Item erraten. Ne, oder was? Ich habe bei einem Hack von Super Metroid ein Item erraten. Was Crate bewacht habt. Ohne den Hack selber zu spielen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Vor allem, wenn es noch relativ früh ist, ist es natürlich sehr, sehr gut. Kann man das nicht machen, dass man umdreht? Weil ich meine, hier in dem Hack jetzt zum Beispiel war es irgendwie klar, dass wir Speed Booster bekommen müssen, aber so das einfach frei rauszumachen, ist nicht schlecht. Doch, man kann sich umdrehen. Okay, jetzt sind wir langsam genug, dass wir das schaffen könnten. Na, schade. Also man kann sich umdrehen, aber wie gesagt, das ist nicht so einfach. Ich meine, ich weiß, dass man bestimmt einfach bloß den Shinespark aufladen soll, aber es wäre ja viel cooler, wenn wir da einfach so durchfliegen würden. Wobei es nie funktionieren würde. Nee, keine Chance. Ich glaube, da hätten wir keine Chance. Wobei, wir können ja auch hier aufladen. Wieso lade ich immer wieder drüben auf? Das war der Gravity Suit, okay. Gravity von Crate, auch interessant. Müsste Crate auch ziemlich spät gekommen sein, oder? Naja, komm schon. Wir haben es doch gerade eben auch hinbekommen. Na also, geht doch. Super Speed Mode! Schade. Wäre schön gewesen. Okay, da können wir aber den Super Speed Mode machen. Ich mag das, wenn es solche Space Jump und Speed Booster Rätsel gibt. Die sind meistens sehr, sehr cool. Vor allem, wenn der Speed Booster dann auch gut funktioniert. So wie der jetzt. Dann können wir das ganz easy einfach so machen. Nice. Sehr schön. Oh, shit. Okay. 3 Gates fehlen noch. Damit haben wir Tor Nummer 9. Tor Nummer 9 ist natürlich schön, aber... Ich glaube, das ist irgendwie nicht so richtig, was wir ja gerade eben haben. Na gut, ich kann ja da wieder raus. Aber irgendwie, wie soll man da hinkommen, hä? Von dort dann? Darf ich dann da nicht schießen? Weil ich glaube, ich habe gerade eben das Item schon vermasselt, dass wir uns da holen können.
Erinnert mich an Metroid Fusion, der Speedbooster oder die Speedbooster-Rätsel. Ja, das hat schon Ähnlichkeiten zu Fusion, ist schon richtig. Immer wieder draufschießen, ja nie eigentlich nicht, oder? Beim Draufschießen deaktivieren oder aktivieren die sich doch. Probier's das mal so. Ah, schade. Oder immer wieder draufschießen, das ist. Bin gespannt. Vielleicht gerade eben so nicht. Das reicht alles gerade so nicht, Mann. So, jetzt können wir hier entlang laufen und dann. Nicht wirklich das, was ich machen wollte. Das Umdrehen ist ein bisschen knifflig oder halt gegen Wände prallen, aber ansonsten ist es sehr, sehr cool gelöst. Damit kann man bestimmt auch richtig krasse Rätsel machen, wovor ich schon ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. Okay. Wieder draufschießen, aber es hört sich irgendwie nicht so an, als würde das irgendwas bringen. Das ist merkwürdig. Muss noch einen Grund haben, weswegen wir hier in der Mitte sind. Das verwirrt mich gerade noch ein bisschen. Vielleicht, wenn man das einfach von oben macht. Das müsste ja hier sein. Nee, da hört man aber nichts. Aber immer wieder draufschießen, was macht das für einen Sinn? Irgendwas hat es doch mit dieser mittleren Plattform auf sich. Das ist Squirtec durch den Speed Booster, ja, aber das sollte eigentlich bei denen nichts machen. Nee, nee. Du kannst solche Tore ja nicht zerstören. Ansonsten könntest du ja aber auch einfach durchrennen. Ja, nee, kannst du nicht, okay. Funktioniert nicht. Was muss man mit diesen Toren machen? Weil die gehen ja irgendwo hin, nur ich weiß nicht wohin. Also sie versuchen zumindest irgendwo hinzugehen. Der Seite geht's nicht rein. Ach, da muss ich vielleicht schnell genug sein. Vielleicht ist es das. Kann das sein? Dass man aber bloß genügend Geschwindigkeit haben muss. Ja, dann darf ich hier aber schon nicht hängen bleiben. Das ist gerade mein größtes Problem hier, meine Problemzone. Die sind bestimmt auf dem Timer. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich sag, dann darf ich hier halt nicht so langsam sein. Okay, das war ein Damage Boost. Den kann man hier auch frei benutzen. Funktioniert gerade nicht. Jetzt, dankeschön. Da darf man nicht anhalten. Du darfst hier einfach nicht anhalten. Man darf nicht rumspielen. Vielleicht schon zu spät. Ich wette nämlich, dass es daran liegt, dass man einfach nicht zu lange brauchen darf. Du musst jetzt ziemlich zügig durch. Es sind bestimmt solche Türen wie in Norfe überall, also im Originalspiel. Mach ich gleich nochmal. Wir sollten an sich alle drei auf einen Schlag, also direkt durch. Gar nicht ohne groß
fast überhaupt nicht anhalten. Gut, dafür vielleicht, dafür darf man vielleicht anhalten. Ich hoffe es. Huch. Das geht nicht? Jetzt, okay. Ist gerade eben definitiv nicht so, wie wir das machen soll. Nee, das ist bestimmt wieder zu langsam. Vor allem, weil ich jetzt hier wieder starten muss. Sogar noch weiter hinten. Ach, verdammt. Ich meine, es ist schneller, aber definitiv nicht schnell genug, sag ich mal. Es muss doch so sein, oder? Ich meine, ich würde es halt, es ist schade, weil ich würde es gerne sehen. Und ich höre es halt auch nicht, dass sie nach oben gehen, aber das muss es eigentlich sein. Game says no, ja. Wirklich, ich würde es halt einfach gerne mal sehen, ob es nach oben geht. Ja, schon da, sagt das Spiel halt gerade im Nein. Und es muss ja ein bisschen Raum, es kann Raumverfehler zulassen, ja, aber nicht so viel. Das ist eigentlich schon wieder zu spät. Ja, das sieht gut aus. Da bremse ich dann immer wieder. Da darf ich ja nicht bremsen, da muss ich springen. Genau so. Ah, und da nicht an der Kante hängen bleiben. Es ist ein guter Run gerade. Aber nicht gut genug, glaube ich. Das gibt es nicht. Aber wie gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit eigentlich. Ich würde zumindest keinen sehen. Es gibt doch keine Items mehr, die mir das irgendwie erleichtern könnten. Also ich kann mir nur einen fehlerfreien Parcours vorstellen. Alles andere... Das oder man muss hier irgendwo die Schalter dafür finden. Wobei die Schalter ja normalerweise an den Blöcken direkt sind. Aber ich glaube, wenn das irgendwie so wäre, wie das, was ich gerade im Versuch, also wirklich so ein Speedrun, dann würde das irgendwie angezeigt werden, oder? Ich meine schneller, aber nicht schnell genug. Beinahe. Es hätte beinahe funktioniert. Vielleicht nochmal auf den Knopf schießen. Nee, der Knopf macht ja bloß was für die Dings, für die Gates. Aber nicht für die da unten. Nee, zu spät. Wenn, dann ist es schon zu spät. Das war hier unten gut, aber da oben dann nicht mehr. Da muss ich wirklich... Ich muss mit einem Zug durch. Das ist das. Das ist so eine... Weil es funktioniert ja auch auf einem Zug. Deswegen. Nee, probiere ich gleich nochmal. Das muss mit einem Zug funktionieren. Yes. Wenn es das jetzt nicht ist, dann... Ha! Hab ich's doch gesagt. Nice, für eine Powerbombe. Das war jetzt nicht so toll, aber wusste ich's doch, dass es Time, dass es auf Zeit ist. Das habe ich mir schon gedacht. Sehr, sehr schön. Haben wir uns das geholt. Alles andere hätte keinen Sinn ergeben. Schön. Schön, schön, schön. Das musste, wie gesagt, in so einer flüssigen Bewegung laufen. Gut, wir hätten noch ein bisschen Zeit gehabt, aber auch nicht viel. Du darfst es vielleicht einmal vermasseln an der Stelle. Okay, wenn das aber natürlich so die Speedbooster-Rätsel sind, die es hier gibt, dann gute Nacht. Geht doch immerhin, ja, aber wie gesagt, das ist jetzt eins der vielen Speedbooster-Rätsel. Ah, es ist halt so krass, was du hier machen kannst. Ich bin die ganze Zeit in Speedbooster-Form. Und Speedbooster-Form ist ja nochmal krasser als, als Screw Attack. Das ist ja das. Hat Dragon doch nicht alles verlernt, ja. okay. Ich bin sowas von überfordert, muss ich sagen. Da oben geht's noch entlang. Ach, ja, okay, da. Ja, da können wir auch noch entlang. Lieber Powerbombe als Missiles. Na gut, okay, hier in dem Spiel ist es ja eh egal. Gut, ich bekomme halt mehr Punkte.
Und die Frage ist jetzt halt wirklich, ob man die Punkte... Oh Gott, das ist so cool. Oh, das macht so viel Spaß. Das gefällt mir, muss ich sagen. Vor allem, weil man den halt so ultra schnell auflädt. Dadurch kannst du so viel Spaß haben in dem Spiel, glaube ich. Das ist so ein bisschen der Punkt, an dem das Spiel einfach, komplett kaputt geht. So, da entlang. Sehr, sehr schön. Da war auch... Ja, da war auch. Ach, von Missile-Container, okay. Oh! Das wird gemein. Da muss ich ja hier Anlauf nehmen. Okay, ich sehe schon. Ein paar Challenges gibt es hier auf jeden Fall. Aber keine Challenge für mich! Ich bin schneller als der... Wind oder so. Sehr, sehr schön. Oh. Ach so, wir sind wieder hier. Stimmt ja. Da war ja was. Danke fürs Auffangen. Das Beste ist an dem Speedbooster, ist man eben auch im Ball direkt, dass man den Ball direkt auch aufladen kann. Ja. Du kannst halt überall aufladen. So super schnell. Und kannst damit einfach alles zerstören. Ich sag doch Screw Attack. Ja, eigentlich schon. Ach, schön. Okay, Ridley war da oben. Wir haben hier das Item. Wie viel haben wir jetzt? 72%? Ja. Und wir haben 5 Reserve Tanks? Really? Wieso denn 5? Wieso brauchte das Spiel einen Reserve Tank mehr? Ja gut, jetzt fehlt bloß noch Screw Attack. Und da ist halt die Frage, gut, Screw Attack bringt dir dann halt wirklich bloß noch was, wenn du im Stand theoretisch springst. Also sobald du irgendwo eine Ebene hast, zack, passiert gar nichts, weil hier überall Stacheln sind. Au. Okay, das war jetzt vielleicht eher uncool. Wobei der Speedball viel zu unkontrollierbar ist, finde ich. Ah ja, jetzt kommen wir noch damit drüber. Sehr schön. Geh mal zurück nach Meridia. Ah, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht, wenn wir... Ja, die Frage ist jetzt halt wirklich, was tun wir jetzt? Wir müssten Gate 15 jetzt suchen. Das wäre eigentlich die Hauptaufgabe gerade. Wir können uns aber auch versuchen, hier daran vorbeizuschummeln. Hier kommen wir nicht entlang. Wir kommen aber bei dem... Wir kommen bloß bei dem Eingang. Dort unten weiter. Mehr geht da schon nicht. Gab es hier noch andere Speedbooster-Gänge? Bestimmt. Oh Gott, die ganzen Speedbooster-Sachen jetzt wieder zu sehen. Das ist natürlich auch fies. Ich habe doch keine Ahnung mehr, wo die ganzen... Speedbooster gelockten Sachen waren. Es braucht so ewig, da runter zu kommen. Runter, links, runter. Okay. Probieren wir es einfach mal. Mal sehen. Ich meine, das letzte Mal, als wir sowas probiert haben, haben wir Plasma-Beam bekommen. Also von dem her, das ist jetzt definitiv nicht keine schlechte Sache gewesen. Nice. Es ist so übertrieben. Er ist so schön, aber auch so übertrieben. Ich weiß nur nicht ganz, was ich davon halten soll. Bin ich jetzt zu mächtig für diese Welt oder bin ich einfach gerade mächtig genug für das, was kommt? Das verdammte Gate 15. Da, das sind auch, hier Ninja-Piraten. Trotzdem wollen sie mir irgendwie nichts. Dragon Plasma, Wave, Ice, Charge, Beste. Ja gut, das auf jeden Fall, klar, aber... ich meine, mit Speed Booster bist du jetzt halt auch gut bewaffnet, das ist ja das. Also wie gesagt, klar, unsere Beam-Kombo ist natürlich auch gerade im Übertrieben. Aber halt der Rest von uns auch. Oh, ob ich? Na gut, okay, nicht wenn du hier hinkommst, geh doch weg. Bestimmt kann ich, oder? Nein, die sind selbst gegen Speedbooster immun. Diese Biester, ne? Ich hasse sie. Ich feier so hart, wie hoch man springen kann, ja. Ich feier das hier gerade eben ziemlich hart. Was wir hier machen können. Ich kann den die ganze Zeit aufrechterhalten. Ich bin ständig in Speedbooster-Form. Wenn ich jetzt noch... Ah, schade. Das hätte man sogar hinbekommen. Da rauszuschießen und dann in Speedbooster-Form zu bleiben.
Okay, wir brauchen hier definitiv Speedbooster und damit gehe ich davon aus, dass wir irgendwas finden. Ich bleib mal in der Form. Ja, passt schon. Ja, wir haben gerade ein viel schwereres Rätsel gelöst als das hier. Hier hätten wir jedes Mal frisch aufladen können. Ich bin dann mal die unbesiegbare Todeskugel, ne? Und ihr so? Kann ich dich damit töten? Nö. Na toll. Spaßverderber. Unbesiegbarer. Okay, ja, wir kommen hier noch weiter. Ich hasse die auch, ja, die sind halt schon echt krass. Vor allem so gefährlich, weil sie hier unten überall rumhängen. Ah, oh, ich weiß, wo wir hinkommen, oder? Oh, bitte nicht. Sag mir nicht, dass es einfach bloß da eine Sackgasse ist. Okay. Ich dachte, dass wir da... Wir kommen da auch runter. Wir kommen hier auch weiter. Oh, wir sind durch Powerbomben zu besiegen. Okay. Wusste ich jetzt auch nicht. Ja. Da sind wir auf der anderen Seite davon. Also, ich weiß jetzt nur nicht, ob wir das Tor 15 schon öffnen sollten oder nicht. Oder öffnen können. Oh, da. Item. Wie kommen wir ran? Das liegt da so offensichtlich. Aha. Sehr schön. Mehr Powerbomben. 340 Munition. Das gefällt mir doch. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hat Ridley, glaube ich, gar nicht mehr so viel mehr ausgehalten als davor. Weil wir hatten ja bloß um die 30 Super-Missiles und davon habe ich ein paar verschossen. Du bist jetzt ein... Nee, du bist auch kein Mega-Sighter, aber du bist auch wieder eins von den Dingern. Kannst dich echt nicht damit? Nee. Du bist selbst gegen die leuchtende Todeskugel immun. Erstaunlich. Ich weiß auch nie genau, wie die Dinger heißen. In ADM wird es ja gesagt, was das für Dinger sind, aber... hier werden sie, glaube ich, nie erwähnt. Oh, da brauchen wir das sogar. Okay. Was ich mich aber noch frage, ist, ob man Quick Chargen kann. Ich glaube nämlich schon. Ich glaube, ich kann, wenn ich nicht direkt den Lauf-Button drücke, kann ich eben noch ein bisschen Anlauf nehmen. Oh, ich bin da durchgekommen. Na, ah, schade. Und dann kommt dann so ein Ding. Sehr schade. Das wäre echt cool gewesen. Eine fliegende Abrissbirne, ja. Aua. So. Der langsamste Auflader der Welt. Gott, der braucht ja wirklich ewig. Jetzt hat er ihm so einiges erzählt, ja. Er hatte Hex. Alles ist wahr, in ADM erzählen sie viel. Das ist schon richtig. Aber ein paar Sachen sind ja schon wahr. Also nicht alle Sachen sind ja einfach bloß erfunden. Okay, weiter geht's. Na, speichern können wir nochmal. Oh, dürfen wir nicht, weil wir im selben Raum sind. Naja, zwei E-Tanks, darauf wird es jetzt nicht ankommen. Komm, wir haben gerade eben Ridley besiegt. Jetzt wird so ein billiger Dragon uns doch nichts mehr ausmachen. Was machen die ganzen Ninja-Piraten, also die ganzen Ninjas hier? Ich will eigentlich die ganze Zeit bloß Speedbooster aufladen und irgendwo rumfliegen. Das ist eigentlich gerade eben das, was ich tun will. Ah, hat nicht ganz gereicht. Ach so, ah. Liebsten sind mir die Space Pirates alias Zebesianer. Ja, das ist aber schon richtig. Sind ja Zebesianer. Also zumindest die hier. Das ist ja schon wahr. Das kommt ja mehr aus den Mangas, wenn ich es richtig weiß. Ich weiß nicht, ob es davor auch schon in irgendwelchen... Hast du mich denn erwischt? Ob es in irgendwelchen Comics schon stand, aber aus dem Manga müsste das definitiv kommen. Also das hat ja nicht ADM erfunden. Das ist nur, dass die Zebesianer jetzt dort sind. Das macht keinen Sinn. Ich frage mich, ob das, das geht, dass man das im Original auch machen kann. Nee, im Original kannst du das nicht machen. Oh, nice. Direkt den richtigen Weg genommen, sehr schön. Im Original kannst du es aber vergessen. Du kannst zwar ein bisschen fliegen, aber du kannst dich nicht umdrehen damit. Glaube ich zumindest nicht. Also du bist halt auch viel schneller. Und landen kannst du, glaube ich, eh nicht mehr. Also ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube nicht, dass das, was wir gerade eben machen, so im Original geht. Ja, aber die nennt doch kaum einer so. Ja, das ist richtig. Ich meine, das war halt ein bisschen verwirrend.
Das mit dem Grapple Beam. Mit dem Grapple Beam? Ach so, du meinst ihn rösten? Oh Gott, hier sind. Oh Gott, hier ist alles voller Geschosse. Hilfe. Ich frage mich, ob das hier geht, wie im Original. Nee, weil die Geschosse viel zu schnell sind. Ja doch, es geht. Stehst du gleich deine komischen Klumpen? Wir schießen ihn zu Tode. Nee, tun wir nicht. Es wurde scheinbar gefixt. Nein, geh. Geh weg. Wow, okay, du greifst mich jetzt eher an. Interessant. Schade. Das war immer mein Lieblingstrick gegen Dragon. Eher als das Rösten war es doch eher mit dem Plasma-Beam und lass das! Du doofes Biest! Ich mag ihn nicht unbedingt. Muss ich jetzt mal so sagen. Wow, 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 das sind verdammt viele. Gott, wie soll ich den denn besiegen? Lass mich in Frieden. Geh. Schuh. Ah. Gott, der bekommt keinen Schaden dadurch. Und ich viel zu viel durch diese komischen Blitzkugeln hier überall. Er schießt halt durchgehend. Nein, Hintern geht auch nicht, verdammt. Ah Gott! Was war das denn gerade? Flitzt da einfach so ein Dragon vorbei. Der war viel zu schnell. Und ich glaube, er kann gar nicht, also in der Phase gar nicht getroffen werden. Oh Gott. Wie genau soll das funktionieren? Ich stehe mal hier hinten und feuer einfach. Irgendein Effekt wird, ja, ich wollte gerade sagen, irgendein Effekt wird schon haben. Und ja, ein paar haben wir scheinbar getroffen. Sieht nicht danach aus, als würde es den Schaden machen. Wie denn bitte? Ich verstehe nicht ganz wie. Nein, 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 lass mich, lass mich. Na also, er sieht halt echt noch nicht danach aus, als stirbt er. Damit Missiles sind hier der Weg. Einfach diese Breitseite an Missiles. Oh, sehr schön. Gott, ich hasse diesen Boss. Ah! Wieso kommst du jetzt von der Seite? Das haben wir nicht gewettet. Ah! Komm schon! Der hält noch so viel aus und ich nicht mehr. Oh, das ist unfair. Oh Gott, ich hasse das. Es ist halt voll der Schocker hier. Na komm schon, yes! Oder? Ja, sehr schön. Gott, dieser Dragon, ne? Der hat mich doch ein bisschen fertig gemacht. Over there, sie sind hier viel zu schnell unterwegs. Würden Sie bitte rechts anfliegen, ja? Wäre nett. Okay, der Bombenhagel ist hier der Sieg. Schon wieder so knapp, ne? Wir hatten nur 2 E-Tanks oder so. Na, 3, glaube ich. In der ADM war es dann auf einmal voll normal. Das sind Sevians, ja. Was sind Space Pirates? Dieses Wort benutzen wir nicht. Du hast nie mehr Ingame-Infos und die Handbücher gelesen. Ja, Pech gehabt. Aber die möchten doch nur Spaß genießen und finden das verwirrend. Ich sag Pech gehabt, ja. Ja, also wie gesagt, vollkommen richtig. Es war natürlich ein Fehler zu sagen, oh, das ist ein Cebesianer und Punkt. So, hä? Vor allem dann halt gleich nicht Cebesianer, sondern Mecha-Cebesianer. Also, ja, okay, klar. Oh, Gate 15. Guck mal einer an. Nice, nice, nice. Einer meiner Lieblingsbosse ist Ridley. Ja, Ridley ist cool. Ich meine, in vielen Teilen hat er halt das Problem, dass er als vorletzter Boss kommt, dadurch halt relativ schwach ist. Nur selten genug ist er halt wirklich
interessant gewesen. Two gates remain. Nice. Ach, jetzt kommen wir hier durch. Ist ja nice. Oh. Okay, da war ich noch nie. Ups. Sehr, sehr schön. Oh Gott. Ich muss mich erst gerade mal wieder von dem Dragon-Kampf erholen. okay. Ja. Wir müssen jetzt noch zwei Tore öffnen. Und ich habe das schlechte Gefühl, dass wir die Tore hätten schon öffnen sollen, als wir unterwegs waren. Und deswegen haben wir da jetzt gerade eben großes Problem. Wo können die letzten beiden Tore sein? Wo waren wir denn jetzt noch? Wir waren noch nicht in... Oh, wir waren in zwei Punkten noch nicht. Wir waren einmal da unten. Ah doch, das haben wir... Nee, das haben wir jetzt noch nicht erforscht. Da gibt es noch einen Raum dazwischen. Genau, da gehen wir jetzt zuerst rein. Weil das hat ja Gate 15 auch noch versperrt. Wenn man leicht zu Mittelohrentzündungen neigt, dann ist GWR Ridley nicht so cool. Das war. Aber ich mag den Schrei von Ridley. Muss ich aber sagen. Sehr schön. So sollen meines Wissens nach schon alle offen sein zu dem Zeitpunkt. Ja, das dachte ich mir. Ich denke jetzt auch, dass das das letzte Tor sein soll. Oh, da sind ein paar Nitank. Okay, nehme ich. Wenn ich doch nur wüsste, wie man... Ah, ja. Ich gehe mal auch davon aus, dass wir da jetzt schon alles haben sollten. Vielleicht gibt es noch einen Tor in Turian. Ja, ein bisschen komisch, aber vielleicht. Aber gut, wir haben natürlich jetzt noch einige Items. Und wir haben auch einige Sachen übersprungen. Deswegen, na, vielleicht. Ah, das ist ja auch das Besondere an dem Spiel. Du musst es ja eigentlich komplett durchspielen. Oder alles mal absuchen, damit du halt auch alle Tore findest. Ich glaube, wir sind hier mal vorerst fertig. Ich denke immer her damit. Ja, auf jeden Fall. Kann nie schaden. Was, wir haben jetzt schon den Speedbooster? Das ist halt so das manchmal. Ich frage mich manchmal, wie wir überhaupt den Speedbooster aufladen können. Weil es aber so schnell geht. Oh, schade. Ist es Powerbombe? Nee, es ist normale Bombe. Trotzdem. Ja gut, jetzt haben wir eh gleich eins. Also von dem her würde ich jetzt eh gleich beenden. Die Frage ist natürlich, wo machen wir dann das nächste Mal weiter? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ach, da war noch das Item. Stimmt ja. Wir haben jetzt 75%. Bald 76. Ach, das war hier einfach bloß mit dem Speedbooster nach oben. Ja, stimmt ja. Dann würde ich sagen, holen wir uns das doch dann kurz. Gibt es hier nirgendwo eine lange genug Fläche? Frechheit. Ja, also. Das hätte beinahe funktioniert. Dann mache ich mir die Fläche einfach lang genug. Sehr schön. War ja easy. Nummer 76. Ja, die letzten beiden Tore, das ist jetzt halt echt die große Frage. Die meisten werden ja auf der Karte angezeigt, aber nicht alle. Es gibt bestimmt noch ein paar Bereiche, die wir jetzt noch nicht erreichen konnten. Die werden wir dann bestimmt sehen. Ich meine, die Items zu finden, das ist natürlich ein bisschen gemein. Aber ich glaube, die Tore sollten wir schon finden können. Ich denke mal, dass die meisten mit Speedbooster abgesperrt waren. Dass man einfach nochmal vor Dragon nochmal eine kleine Rundtour hätte machen sollen. So ist zumindest meine Meinung. Mal schauen. Vielleicht haben wir auch einfach bloß ganz doof irgendwo welche übersehen. Gut, das da oben haben wir. Wobei, ich kann ja nochmal nachgucken. Welche zwei Tore fehlen dann noch? Das ist eine gute Frage, aber ich will jetzt eigentlich auch nicht wissen, wo die sind. Das ist das. Das ist 13. 13 hatten wir auf jeden Fall offen. Ja, ja. Aber wie gesagt, das ist eine gute Frage, aber eigentlich will ich es auch gar nicht so... Oder ich will nicht wissen, wo die sich jetzt befinden. Ich kann jetzt in Turian nachgucken, aber das war ja jetzt irgendwo gecheatet. Das ist irgendwie nachzulesen. Hm. Na, schauen wir mal. Ich meine, wir haben auch vorhin Tor 9 gefunden.
Also was wir geöffnet haben. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was jetzt noch offen ist. Wir können ja wirklich nochmal nach Torian gehen. Da war auf jeden Fall nochmal ein Item. Vielleicht entdecken wir auf dem Weg noch irgendwelche Tore. Hier zum Beispiel. Da oben das Item können wir jetzt holen. Aber Tore sehen halt alle offen aus. Okay. Wie gesagt, das Item können wir uns noch schnell holen. Ich habe zwar gerade vergessen, was genau da das Wichtige war. Ja, die Tore sind querbeet. Ja, also du kannst nicht sagen, okay, Tor 12 fehlt oder sowas. Das heißt, es ist Norfair oder so. Also zumindest kannst du davon nicht abschätzen. Du musst es wenn dann nachlesen. Und wie gesagt, das will ich ja eigentlich nicht. Das Spiel ist eigentlich fair genug, dass man das so ausfinden kann. Zumindest hätte ich bisher nichts Unfaires gesehen. Das Einzige, was ich gesehen habe, ist eigentlich bloß mein eigener Stolz, der mir im Weg stand, sagen wir so, in vielen Fällen. Weil ich einfach Sachen gemacht habe, die ich längst nicht hätte machen sollen. Oh, nice. Genau das, was ich gebraucht habe. Sehr gut. Tor 12 fehlt, ist Norfair. Tor 12 kann halt tatsächlich fehlen, das ist das Witzige. Gut möglich. Tja. Jetzt haben wir ein echtes Problem. Norfair? Brinstar. In Brinstar waren wir ewig nicht mehr. Wir gehen mal nach Brinstar, um uns da vorzubereiten. Ich gehe mal davon aus, dass in Brinstar irgendwas sein wird. Weil, wie gesagt, da waren wir halt schon echt sehr lange nicht mehr. Da müssten wir uns jetzt einiges holen können. Unter anderem bestimmt auch 2 Gates. Und das hätte man bestimmt auch so... Das war falsch. Da war ich aber ein bisschen zu schnell unterwegs. Da hätten wir bestimmt auch vorher hingehen sollen, um uns einfach nochmal ein bisschen aufzurüsten. In den Norfair gibt es dann vielleicht die Screw Attack? Mal schauen. Ach, schade. Wieso muss da so ein blöder Block im Weg sein? Das war gerade so schön, so angenehm. So eine angenehme Reisegeschwindigkeit. Also ich glaube, das beste Item bisher in dem Hack ist definitiv der Speed Booster gewesen. Ach, jetzt kommen wir hier raus. Stimmt. Interessant. Da ist nochmal ein Tor. Okay, eins haben wir wenigstens gefunden. Tor 12 gibt es für 11,99 im August im Handel. Bestellen jetzt einen Halt exklusiv vorab Zugang zur Open Beta. Ja, so oder so ähnlich. Soll ich vom Fluchtweg schon was spoilern, was dich da noch erwartet? Oder willst du das alles selber erst noch sehen? Ich will alles selber sehen, keine Panik. Das ist, also, ja, wie gesagt, da will ich alles selber erleben. Wäre Blödsinn, wenn ich jetzt irgendwas noch verraten bekomme. Was ist da unten? Ein halber Raum, der keinen Eingang hat. Interessant. Aber da hinten haben wir auf jeden Fall unser vorletztes Tor. Ehrlich gesagt, nichts verraten zu irgendwas. Ich werde dann schon fragen, wenn es irgendwelche Fragen gibt, aber da will ich noch überrascht werden. Au. Ja, aber da ganz hinlaufen will ich jetzt eigentlich heute auch nicht mehr. Die Frage ist, haben wir die alle geholt oder können wir davon vielleicht irgendwas nicht holen? Können wir irgendwo abspeichern? Das ist halt auch so. Wir sind hier irgendwo mitten im Nirgendwo. Naja, dann erkunden wir halt noch den Block über uns. Vielleicht ist da auch noch eins. Ich sage, dass eines Baby-Metroid verfolgt. Ich habe keine Ahnung. Entweder... Das ist natürlich gut möglich. Wobei, Baby-Metroid ist natürlich immer sehr gefährlich. Nee, hier waren wir definitiv schon, ja. Metroid ist gleich Story of my life. Wie kommt man da rüber? Wie gesagt, der Raum hat keinen Eingang. Huh. Ridley mit engem Sportanzug.
eines Tages wird der Moment kommen, wo Riddler in seinem engen Sportanzug sitzt. Von oben? Na, das hätte ich jetzt auch gedacht. Aber wieso haben wir den dann nicht weiter erforscht? Das muss dann irgendwo bloß ein Müllraum gewesen sein. Na, schauen wir mal. Wie gesagt, das ist das Letzte, was wir jetzt noch angucken. Ah, das ist der Raum. Ich glaube zumindest, ich weiß, welcher Raum das ist, aber weswegen ist da unten dann noch ein Gebiet? Prime 4, ich sorg dafür, okay. Ach ja, guck mal. Der ist einfach bloß zweigeteilt, komischerweise. Interessant. Ja gut, dann wird es ja wahrscheinlich nichts mehr so Tolles geben. Nee. Eher nicht. Okay, wenigstens haben wir das Geheimnis gelüftet. Ist aber schon komisch, dass es hier dann halt einfach so eine Abgrenzung gibt. Ach, wahrscheinlich, weil es wegen dem Raum so sein... Nee, macht ja auch keinen Sinn. Ich wollte gerade sagen, weil es wegen dem Raum so sein muss, aber... Macht ja keinen Sinn. Super Smash Bros. Switch, a new challenger is approaching. Zero-Suit Ridley. Just kidding, still too big. Okay, du überraschst mich immer wieder, weil das noch so grün ist. Das Ding da oben haben wir auf jeden Fall auch geholt. Ja, das ist natürlich ein bisschen doof jetzt, ne? Vor allem ist es ein bisschen doof, dass ich hier keinen Speicherpunkt finde. Ich meine, ich kann natürlich jederzeit safe staten, aber speichern wäre ja doch ganz schön. Ist halt doch immer die sichere Variante. So, das hier haben wir auf jeden Fall auch alles falsch gelöst. Da hatten wir ja... Nee, Space Jump hatten wir da noch nicht, aber wir sind da einfach durchgelaufen, glaube ich. Gravity hatten wir da schon. Da bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Hier können wir nicht erledigen. Was ist da oben irgendwo? Wo waren das? Da oben. Ja, da sind wir gerade auf dem besten Weg. Okay. Vielleicht ist dahinter ja auch noch ein Tor. Weil da weiß ich... ich hasse das. Nee, wir müssen da einmal außen... okay. Also ich wäre fast dafür, das vorletzte Tor da links noch zu holen. Ja, aber eigentlich ist es schon... Ja, wir können noch mal eine halbe Stunde länger machen. Ich glaube, wir haben ja auch eine halbe Stunde davor überzogen. Und ich glaube, dass es hier oben auch noch mal was geben könnte. Wir gehen mal über den Weg, dann bekommen wir da oben noch mal ein Item. Da weiß ich nämlich, dass da eins ist. Wir haben jetzt schon den Speed Booster? Okay. Interessant. Ob Dakora uns... Ach nee, Dakora hat uns ja geholfen. Stimmt ja. Richtig. Das heißt, wir gehen hier entlang. Wir gehen da runter. Müsste eigentlich passen. Ah, Powerbombe. Hä? Achso, doch, stimmt. Hier waren Powerbomben-versperrte Türen. Das ist schon richtig so, glaube ich. Mal sehen, was da oben noch ist. Also, was hier ist, weiß ich. Aber dahinter ist noch eine Tür. E-Tank. Sehr schön. Was ist hinter Tür Nummer 1? Vielleicht ja wirklich unser letzter Schalter. Vorletzter. In diesem Raum mit der Feuerfliege gerade nicht noch nach oben. Ich hab keine Ahnung. Hier? Ich meine, man könnte nach oben gucken, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es da nach oben geht. Wo geht's denn hier lang? Wieso ist hier noch ein kompletter Bereich, den wir noch nie erkundet haben? Super Missile, nice. Nehme ich gerne. Aber... Wieso ist das hier alles da? Also, da anders gefragt. Das ist ja schön, dass es da ist, nur... Wieso habe ich das noch nie erkundet davor? Sieht mir nämlich so aus, als sollte man hier schon sehr früh hinkommen. Ist hier vielleicht die erste Supermissile gewesen? War das vielleicht die erste? Nee, macht ja keinen Sinn. Wie soll man da hochkommen? Ich habe schon lange den Überblick verloren. Ich meine, kann sein, dass da oben was war. Weiß ich jetzt auch nicht. Wir können mal nachschauen. Also von der Karte zumindest nicht, aber das sagt ja nichts.
Die Karte lügt ja hier ganz gerne. Ich meine, ich will eh eigentlich bloß noch, ich will eh eigentlich nochmal da nach, nach rechts schauen. Weil hier geht's, glaube ich, dann schon nach unten weiter. Das war hier? Ach, da ging's dann durch. Ah, nee, doch, klar. Dahinter war irgendwie nichts. Es gibt eigentlich keine Räume mit nichts hier. Aha. So viel zu nichts. Okay, da haben wir nochmal was. Ach, guck mal, wo wir jetzt sind. Jetzt sind wir da im Feuerfliegenraum. Ja, ja. Da ging es nicht nach oben, da ging es nach unten durch. Okay, nice. Haben wir es auf die richtige Weise gelöst. Sehr gut. So, dann können wir da unten weitermachen, nachdem wir das noch schnell geholt haben. Hat dann ja so perfekt gepasst. Und wir sollten jetzt den 80% näher kommen. Was auch eine schöne Sache ist. Dadurch fehlt nämlich wirklich nicht mehr so viel. Und wir hatten schon ziemlich viel. Ziemlich viel, was wir noch so holen konnten. Überall. Also da müssen wir halt einfach überall nochmal durch. Being surprised of a room. Hab verliert den Überblick in Metroid eigentlich nie. Nur Hyper Metroid hat beim ersten Mal zu schaffen gemacht. Naja, Hyper Metroid ist halt schon auch eine ganz andere Hausnummer. Da habe ich auch schon ein paar Mal den Überblick verloren. Das ist halt schon ein echt heftiger Hack, muss man sagen. Vor allem, weil du halt immer sonst irgendwo hingehst. Viele Hacks machen es ja dann so, dass du doch eher in einem Gebiet bleibst. Vor allem Gebiet. Wieso finden wir jetzt hier dieses ganze... Danke. Danke fürs Auffangen. Ich will da aber runter. Was ist da? Hä? Okay, damit kommen wir bloß zu einem gewissen Punkt. Oh, bin ich jetzt gefangen? Oh oh. Das ist jetzt natürlich uncool. Bitte lass mich runter. Bitte. Ich darf ja vor allem halt auch nicht aufstehen. Ach, da geht's raus. Okay. Ich hatte gerade schon ein bisschen Panik, muss ich sagen. War gefährlich. As long as you don't lose your head, because we still need you. okay, wow, jetzt sind wir genau dort, wo ich eigentlich hin wollte. Interessant, schade, ja, toll. Wäre super gewesen, wenn wir jetzt alles normal machen könnten, ne? Okay, wir haben leider unser anderes Tor nicht gefunden, aber wenigstens das eine. Zumindest mehr oder weniger. Ich meine, wir wissen, wo es ist. Wir wissen bloß nicht, wo wir hinkommen. Wenn man das natürlich mal sinnvoll angeht, dann müsste es ja irgendwo an dieser Wand sein. Ha. Die Frage ist natürlich nur, wo. Vielleicht doch da oben irgendwo, weil der Raum da oben hat irgendwie zu wenig Sinn ergeben. Man kam da trotzdem hoch, obwohl man noch keinen Speedbooster hatte. Man brauchte schon Super Missiles dafür. Das ist alles Komische. Irgendwas geht hier in diesem Raum vor sich. Vielleicht nehme ich auch einfach mal die Tür, die da ist. irgendwelche Geheimnisse gehen hier vor sich. Was bist du denn jetzt für ein Bereich? Du siehst aus wie Old Brinstar. Das ist ja cool. Mir gefällt das. Na komm schon. Speedbooster-Rätsel. Nicht so schwierig. Dankeschön. Lass mich raten. Mehr. Ja, natürlich mehr. Und noch mehr. Immer mehr Speedbooster. Den müssen wir uns aber hier auf jeden Fall oben aufladen. Und dann machen wir hier mal den ganz alten Trick. Geht so definitiv leichter. Ah, schade. Lass mich gefälligst in Ruhe. Oh,
Oh, wirklich? Ja gut, ich meine, ich kann das da nach unten bringen, aber es ist nicht einfach. Aber er hat schon gesagt, dass das ganze Spiel einfach ist. Es handelt sich hier immerhin um die letzten paar Tore. Ja. Speed Boost of Death. Komm schon, ich darf da nicht an der Wand hängen bleiben. Das ist gemein. Ich muss viel früher abspringen. Ich darf an eine Decke knallen, so rum. Ich darf an eine Decke knallen, aber ich darf nicht gegen eine Kante. Wieso mache ich das immer genau dort? Ja, genau. Ah, das wäre es beinahe gewesen. Schade. Yes, na also. Geht doch. Ich glaube nicht, dass es so gewollt ist, aber egal. Wen interessiert's? Sehr schön. Ist immerhin ein Hyper-Garu, Metroid. Genau das ist es. Okay, wir sind da. Oh, hi Baby Crate. Was geht? Was auch mal der hier gemacht hat. Ach, ist das theoretisch das Easter Egg aus, oder so ein bisschen das Easter Egg aus Metroid 1, wo es ein Fake Crate gab? Jetzt wird's spannend. Oh, das ist cool, das gefällt mir. Ich meine, man kann ja währenddessen noch aufstehen, aber ich will das irgendwie im Ball jetzt gerade lösen. Ne, im Ball kann man leider nicht stehen bleiben, schade. Ah, das ging sogar. Was wollte er denn? Was wollte wer denn? Das geht, es sieht bloß nicht so aus, als geht das. Nice, Tor Nummer 6. Ups. Nur noch ein Tor. Und das müssen wir dann das nächste Mal finden. Zusammen mit den anderen 20%. Oh. Wieso ist da keine Tür? Wer hat da keine Tür hingesetzt? Ach halt, muss ich da jetzt den ganzen... Das ist richtig doof. Muss ich da jetzt den ganzen Weg wieder raus? Na gut, da will ich jetzt auch nicht mehr entlang. Hi, Baby Crate. Lass mich bitte in Frieden. Nein, 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 nein. Wieso? Nein. Das sah super episch aus. Ach, hier ist alles frei. Okay, das ist angenehm. Ansonsten wäre ich hier auch gar nicht rausgekommen. Das ist vollkommen richtig. Okay. Damit belassen wir es dann, denke ich mal, für heute. Dann haben wir doch einiges hinbekommen. Da geht es noch rüber zum Speichern. Und dann müssen wir das nächste Mal weiter gucken, ja? Das wird spannend, weil das eine Tor fehlt definitiv noch. Wir haben noch ein bisschen was an Items zu holen. Mal sehen, ob wir die 100% schaffen, einfach so. Ich bezweifle es ja fast schon. Ach, du hast keine Tür platziert, okay. Das ist aber nicht nett von dir. Speichern, nice. Ah, jetzt bin ich erstmal fertig. So, 81%, ja, okay, noch 19. Noch 19%, irgendwo ist noch Skulltech. Ich gehe einfach mal wirklich davon aus, dass der in Turian ist. Also die Skulltech. Und ansonsten, ansonsten gibt es ja noch überall verteilt ein paar Speedbooster-Rätsel, die wir halt noch nicht lösen konnten. Ein paar Türen, die ihm nicht, oder ein paar Räume, die ihm nichts verschwinden, müssen wir auch noch überprüfen. Schauen wir mal. Wann kommt das nächste Mal Hyper Metroid? Kann ich dir noch nicht sagen. Dann, wenn es reinpasst, sagen wir so. Jetzt, wenn Jen dann bald fertig ist, dann vielleicht ein bisschen öfters. Also ich würde es dann doch gerne zügig beenden. Ich schätze auf 98%, wer geht mit euch? Hoffe nicht. Das ist immer so traurig, wenn die letzten paar 2% fehlen oder so. Das macht einen echt immer fertig. Na, mal schauen. Gut. Ich würde aber sagen, dann beenden wir für heute. Ja, Hyper Metroid. Das war wieder sehr, sehr spannend. Wir haben zwei Bosse besiegt tatsächlich. Das hat tatsächlich gut funktioniert. Wobei beide sehr knapp waren.
Ridley tatsächlich noch knapper als Dragon. Aber ich glaube, Dragon haben wir dann auch relativ gut erledigt. Ridley hätten wir auch besser erledigen können, wenn wir nicht die ganzen Supermissiles verschossen hätten. Weil da sind bestimmt 5 bis 10 daneben gegangen. Na, vielleicht eher 5, aber trotzdem. Es waren halt zu viele, die daneben gingen, weil ich nicht gewohnt war, die so schnell zu schießen. Von dem her hat schon ganz gut funktioniert. Wir sind eigentlich ziemlich gut vorangekommen. Wir haben jetzt noch ein paar Items zu holen. Noch ein Tor zu öffnen. Da habe ich am Anfang auch gedacht, dass es sehr viel mehr sein wird, weil wenn du am Anfang irgendwie 15 oder 16 Tore hast, dann denkst du dir, dass es einfach ewig brauchen wird, bis du die alle findest. Aber die meisten sind ja doch schon über den Spielverlauf hinweg dazu gekommen. Mal schauen, wie das noch so funktionieren wird. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht mit Hyper Metroid, wann es nächstes Mal sein wird. Wie gesagt, ich hoffe mal in nächster Zeit. Schau mal. Gut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.